Ansonsten, Mr. Pablo wollte was sagen. dieser Channel wird ab heute nur noch gereinigt. Ihr werdet hier keine Beleidigungen mehr finden. Ganz einfach. Der Pablo wollte Dings Alles noch klar, dann zu gehe ich da Ende auch gar nicht reden. weiter drauf ein, Flex. Nochmal Ja. was? Ich sagte, dann gehe ich da auch gar nicht weiter drauf ein, finde ich sehr gut. Ja, der Channel wird jetzt komplett gereinigt. Ihr werdet nie wieder irgendwelche Beleidigungen hier in diesen Channels mehr sehen. Also, die werden sofort ge Das gesperrt. ist gut. Direkt. Man könnte ja mal ganz kurz für die Kritiker, die vorhin noch geschrieben haben, bezüglich, dass der Herr nicht Gott sein kann, die Apostelgeschichte 20, Vers 28 vorlesen, wenn ihr Lust habt. Also Wo, der Pablo lies wollte noch vor. ein zu Ende reden, noch der M. Pablo. Ach so, ja, Ach so, Pablo. Pablo, ja, Pablo wollte noch Alles zu Ende gut, reden. macht mal erstmal zu Ende. Ich hör zu, dann lass den Vers mal kurz eben. Das Ganz, ist okay. ganz, ganz bekannt, also das dürfte ja die meisten bekannt sein. Apostelgeschichte 20, Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Und wer hat sein Blut gelassen? Es gibt nur einen, und zwar der Herr Jesus Christus am Kreuz. Und hier spricht der Herr selber. Das heißt, er ist Gott. Ganz, ganz klipp und klar. Apostelgeschichte 20, Vers 28 zum Nachschlagen für die Leute, die hier noch uneins sind. Oder ja. Ich finde es nur schade, dass man diesen Vers als Beweis und nicht in der Schönheit sieht, die er da eigentlich darstellt. Ja, der ist natürlich ja, mehr als schön, weil es einfach die Liebe ist, So sieht's aus. ja, die da durchblitzt. Nur manche Menschen erkennen die Liebe halt nicht, ne? Der Herr ist für Leider, jeden von uns leider. am Kreuz gestorben. Für jeden von uns. Aber deswegen sollten wir für die auch Amen. beten, dass die durch so einen Stream hier, wie der Bruder Flex den macht, vielleicht einen Samen gesät kriegen und der Herr den ja aufgehen lässt und sie zum Herrn Auf jeden finden. Fall. Flex, morgen holst du deine kurdische Flagge raus, ne? Irgendwas musst du dir einfallen lassen. Ich lasse mir auf jeden Fall für Also, morgen was einfallen. benutzt die Farben Rot, Grün und Gelb, am besten so ein Oder schwarz. Stirnband über deinen Kopf, so drumherum, okay? Ich habe, Okay. schade, ich hätte dir gerne was. Moment, ich muss mal noch ein bisschen Wahlarbeit machen, weil gerade in Form der Jesiden ist das ganz wichtig. Für die Jesiden ist das ganz wichtig. Wählt mal alle die AfD, weil das ist die einzige Partei, die Ey, für die wo Jesiden kann ist. ich, ey, ey, ganz kurz, wo kann ich eine jesidische Flagge kaufen? Boah, hast du keine Boah, gute Connection Frage. zu irgendwelchen Leuten? Bestimmt Ich check Internet. das mal ab. Vielleicht finde ich irgendwo eine Du jesidische musst Flagge, die ich kaufen kann. morgen musst du das irgendwie klar machen. Meinetwegen über deinen Kopf oder als Stirnband. Auf jeden Fall die Farben Rot, Grün, Gelb, okay? Rot, Grün, Gelb, merke ich mir. Mal Ah, eine. warte mal. Ja, aber das kommt morgen nicht so schnell an. Das ist das Problem. Du musst, oder So, so Flex, ist dir stehen, eigentlich so bewusst, stehen. dass Deutschland 32.000 Jesiden abschieben möchte oder das beschlossen wurde, dass sie Ja, das habe ich ihm auch schon abgeschoben mal kurz werden? gesagt. Ja, aber Was? warum? Das ist unfair. Warum? Ja, ganz einfach, die Jesiden sind ein verfolgtes Volk, aber in dem das Land zählt als sicher. Und das ist das Okay, eigentliche Problem. Und man erkennt ihnen diesen Status, wenn man das so möchte, einfach ab. Das haben wir den Grünen zu verdanken. Die haben das Ganze initiiert. Und Ja, aber es gab warte vor mal kurz, kurzem auch ganz, was es ist denn gab vor mit den kurzem, anderen? was? Die Was ist Peiniger denn dürfen mit bleiben. die Peiniger? Was ist denn mit den Die Peinigern? dürfen Warum bleiben. dürfen die Das bleiben? ist eben der Irrsinn unserer deutschen Politik. Die Peiniger, die daherkommen, ihre Pässe an den Grenzen wegschmeißen, die auf Grundlage dessen nicht abgeschoben werden können, die dürfen bleiben. Und die Jesiden, die alles richtig gemacht haben, die sich hier wunderbar integriert haben, die hier wirklich geleistet haben, das muss man auch mal klar deutlich so sagen. Weil Hey, wenn du aber dich bei ich den blick Jesiden das nicht. umguckst, Warum müssen dann die Peiniger hier bleiben und die, denen es schlecht geht, die müssen. Ey, das ist so ganz einfach, unfair. Es geht damit da um die Pässe, die Bruder. Jesiden sind da ganz einfach auf der rechtlichen Ebene am Arsch, um das mal so zu sagen. Unsere Politik möchte dafür sorgen, dass man da so ein bisschen sagen kann, guckt mal, wir schieben doch ab. Wen man da abschiebt, das erwähnen sie nicht.
Die Jesiden haben, das ist gar nicht lange her, 1-2 Monate oder so, haben die Jesiden vor dem Bundestag gesessen und sind in den Hungerstreik gegangen. Und das über Wochen. Weißt du eigentlich, welche Partei die einzige Partei war, die sich überhaupt für die Jesiden interessiert hat, die hingegangen ist und auch mal mit ihnen gesprochen hat? Warum sitzt ihr eigentlich hier? Wahnsinn. Das war die AfD. Martin Sichert ist zum Beispiel ein Paradebeispiel dafür, der sich sehr stark für das Volk der Jesiden einsetzt. Nur leider wir hier nicht in Regierungsverantwortung sind und da wenig bewirken können. Das ist das Traurigste an der ganzen Geschichte. Martin Sichert übrigens ist auch mit einer Jesidin zusammen. Da sollten wir am besten beten, weil das ist das Beste, was wir machen können. Wir können ja, auf jeden erreichen. Fall. Weil ich finde das, also, find das unfair. Gebet geben, ich finde das mega unfair. Es ist nicht nur unfair, es ist ein Verbrechen an der Menschheit selbst. Weil wenn man sich das anschaut, wer mir erzählen möchte, dass die Jesiden aus ihrem Herkunftsland da sicher sind, nicht verfolgt sind, dabei vergisst, was sie da alles schon durchlebt haben, wo sie da hin müssen, um da überhaupt Schutz zu kriegen. Die müssen sich in Zelten verkriechen, um da überhaupt noch irgendwie klarzukommen. Was mit den Jesiden gemacht wurde, und ganz ehrlich, da verschlägt es mir die Stimme. Das ist sowas von widerlich, weißt du? Und die müssen jetzt darunter leiden, damit unsere Politiker das. Also schon alleine die Videos, die ich gesehen habe, Bruder Roy, also, boah, das tut schon weh. Das tut schon weh. Auf jeden Fall tut das weh. Alter, das die wurden in die Sonne gepackt. Die wurden da verbrannt von der Sonne, Alter. Das musst du dir mal vorstellen, Alter. Wie widerlich kann das sein, ey? Das alleine schon. Und da reden wir von Männern, von Frauen, von Kindern. Alter, das ist sowas von ekelhaft. So ekelhaft. War das Jahr 2014? Wie bitte? Roy? Mhm. Wie bitte? Wir hatten gerade gesprochen. Das war ich, das war Roy. Ja, ich meine, da redest du gerade jetzt über die Zeit, was 2014 passiert ist. Ja. Ja, die Frauen sind natürlich mit ihren Kindern alle in die Gebirge geflüchtet, weil sie einfach nur weg wollten. Und was kann man seinen Kindern anbieten im Gebirge? Du hast weder Nahrung noch Wasser. Und leider sind ja, aber erstmal muss man dabei auch erwähnen, warum sind sie geflüchtet? Warum? Das ist eine Sache. Ich will dir nur sagen, wir leiden bis heute noch darunter. Und wie willst du deinen Kindern da Wasser und Nahrung geben? Das heißt, sie mussten mit ihren eigenen Händen ihre Kinder dort irgendwie. Wie verzweifelt muss man sein? Wie verzweifelt? Das muss man sich mal ausdenken. Wie verzweifelt. Und dann finden sie hier Asyl und das sind wirklich Menschen, die Asyl brauchen, wofür unser Asylsystem da sein sollte. Und dann passiert diesen Leuten das und jetzt werden sie abgewiesen und sie sind immer noch nicht sicher. Mhm. Das sind sie einfach nicht. Und die sind 32.000 Menschen, das ist beschlossen, sollen abgeschoben werden. Das ist beschlossen. Bruder Roy, dürfte ich ganz kurz da was sagen, ne? Und zwar, ich habe eine Jesidin kennengelernt, ne? Also aus München, ne? Und die soll wirklich bald abgeschoben werden und ich Nein. möchte auf jeden Fall sie helfen, wirklich, wirklich. Und ich möchte sie auf jeden Fall sie helfen, wirklich, dass sie bleibt. Weil die ist sehr, sehr freundlich und so weiter. Und sie hat auch den Herrn Jesus Christus angenommen durch mich. Und sie hat nichts gemacht wahrscheinlich. Sie hat nichts gemacht. Sie hat sich toll benommen. Sie hat sich integriert. Sie hat Deutsch gelernt und sie hat sogar mittlere Reife nachgemacht. Und sie will arbeiten, aber nein, die wollen sie abschieben. Wir haben bei den Jesiden auch feststellen können, dass hey, Marouche, ganz kurz, Roy. Marouche, stumm mal diesen Zane-Clan. Stumm mal den Kerle da. Oder sperr den mal direkt. Wir haben bei den Jesiden auch feststellen können, dass die sich so gut integriert haben, dass sie wirklich auch in hohen Positionen so mittlerweile arbeiten. Sie geben Leuten Arbeit und. Also mal ganz ehrlich, was will man mehr? Die schreien hier, unsere Politiker schreien, dass wir Fachkräfte brauchen. Unsere Politiker schreien, dass man da was machen muss. Und dann nimmt man einfach die Jesiden einfach nur auf Grundlage, dass sie alles richtig gemacht haben. Sie haben halt nicht am
Was war das eben, Elefant? Ja, der will mich nur ärgern. Der will mich nur ärgern. Der will mich nur der ärgern. Der bezahlt aber, dafür, um dich zu ärgern. Aber Roy. Ja, ja, der will mich nur ärgern. Roy? Ja. Ich habe da mal eine Frage. Du hast ja gesagt, das ist beschlossen. Kann man da politisch jetzt gar nichts mehr gegen machen? Also wird das jetzt einfach durchgesetzt oder kann man da noch irgendwas tun? Es ist Verfahren, die beschlossen wurden. Die sind einfach an dem, dass sie da beschlossen sind. Das muss man ganz klar deutlich so sagen. Das Einzige, was man da machen kann, und das ist jetzt dieser Irrsinn an sich, ist dann gegen das Eigentliche zu handeln, nämlich gegen die Abschiebung selbst. Aber deswegen bleibt der Abschiebestatus trotzdem bestehen. Was man dagegen machen kann, das hört sich jetzt doof an, aber da fehlt auch wieder der Faktor Zeit, das ist die AfD wählen. Weil die AfD, und das muss man sich mal ausdenken, alle schimpfen so sehr auf die AfD. Die möchten ey, alle Mann, abschieben. Was hat er denn mit diesem Rüssel, Mann? Soll ich ihn sperren, dann kann er es nicht mehr machen. Ja, der soll mal hier hochkommen. Du brauchst ihn nicht sperren. Okay. Wir sind nicht so wie die. Aber der soll mal hochkommen und sagen, warum er das macht. Du, ganz ehrlich, ich finde, du siehst total niedlich mit Rüssel aus Fleck. Nein, jetzt mal ohne Spaß. Der soll eine Anfrage stellen, soll er hochkommen und sagen, was sein Problem ist. Ich will es wirklich wissen. Weil die haben angeblich alle ein Problem mit mir. Ja, Flex, das kommt, weil du die Wahrheit sprichst, aus den Herzen sprichst und, das Allerwichtigste, Menschen erreichst. Das heißt, ja. Guck mal, du bist da noch nicht allzu lange auf TikTok. Trotzdem bist du ganz schnell in aller Munde. Du hast es sogar geschafft, bei Leuten wie Joker Joker oder irgendwas das Titelbild darzustellen. Du hast Amir verdrängt. Ja. Flex. Das alleine schon ist eine Leistung. Ja, ich tue mein Bestes. Und jetzt frag dich, wieso? Ganz einfach, weil man dir Gehör schenkt und das will man nicht. Also was macht man? Man versucht dich zu deformieren. Und das darfst du auf keinen Fall zulassen. Lass dich nicht biegen, lass dich nicht brechen und bleib genau so, wie du bist. Und übrigens, ganz ehrlich, der Witz gehört auch mit dazu. Alleine deine Lache, ohne Scheiß, die steckt an. Das ist ekelhaft. Dermaßen, ja. Das ist so lustig. Flex, hast du... Ja, wenn ich so richtig in dabei bin und anfange zu lachen, den höre ich auch gar nicht mehr auf. Das ist bei mir sehr schlimm. Ne? Ja, jetzt die Farbe. Zulassen. Flex, also ganz du kurz. Musst mir morgen einen Gefallen tun. Ja? Ich finde gerade mein Band nicht, was ich dir die ganze Zeit zeigen will. So, ja. Du gehst in irgendeinen Textilladen oder so und holst dir... In den drei Farben. Okay. Irgendwas, das du um deinen Kopf binden kannst. So wie deine Kappe wollte ich gerade sagen, nicht jetzt. Ja. Wie so ein, ja, wie soll ich sagen? Das also den hole ich mir. Okay, rot, gelb, grün. Okay. Rot, grün und gelb, okay? Okay. Rot, grün, gelb. Rot, grün, gelb, genau. Rot, grün, gelb. Ja, ich okay, nicht das, was ich dir zeigen will. Das nervt mich. Okay. Ganz kurz. Warte ja? Mal. Auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, wir dürfen nicht zulassen, dass der politische Islam in Deutschland herrscht. Wir dürfen das Flex, nicht brauchst zulassen. Du noch einen vernünftigen Moderator? Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. Ich denke, unser Bruder Andersek, der macht das. Wie viele Modis haben wir denn da? Wir haben schon genug Modis da eigentlich. Ich gucke mal kurz. Habe ich auch das Gefühl. Also wir haben eigentlich genug Modis da. Diana ist da, Samantha ist da. Ne? Also wir haben eigentlich genug Modis da, sind alle Modis. Falls du noch vernünftigen Modi brauchst, da gibt es jemanden, der es auch schon mit dem mache ich das hier schon seit über einem Jahr, könnte man jetzt bald sagen. Das ist der Brotherhood und der hat auch eine absolut korrekte Einstellung und ist da sehr, sehr klar denkend. Falls du dann also noch einen brauchst, dann würde ich dir den empfehlen wollen. Ja, kein Problem. Brotherhood, ich küsse dein Herz, Bruder. Und alle anderen, die hier Geschenke reinschicken, Leute, wirklich soll euch der liebe Gott zehnfach mehr belohnen. Und ich küsse euer Herz. Der Herz auf jeden Fall. Gott. Oh, ups. Gut. So, ansonsten, es passt eigentlich.
Wollmütze, ich küss dein Herz, Brotherhood. Ich küss dein Herz. Aber die Heilige Schrift wisst ihr, was mir aufgefallen ist, Leute? Wir haben eine sehr, sehr schöne Community. Das ist der Wahnsinn. Wir haben eine sehr, sehr schöne Community. Finde ich auch irgendwie. Das ist eine sehr ruhige Community, respektvolle Community. Wir merken ja, unter Christen, wir sind sehr respektvoll miteinander und keiner wird beleidigt. Wir machen uns nicht wegen, keine Ahnung, über irgendwelche Sachen lustig, sondern wir harmonieren einfach zusammen. Ja, und das ist halt, das macht uns Christen aus. Ne? Obwohl wir verschiedene Konfessionen hier drin haben und alles Mögliche. Genau, ne? Absolut, absolut. Aber wir harmonieren einfach miteinander. Ne? Und das ist halt wirklich sehr, sehr ausschlaggebend. Ne? Ja, die Liebe vereint, ne? Die Liebe vereint. Liebe vereint. Das ist das Wichtigste auf jeden Fall. Und wir müssen auf jeden Fall wirklich stark sein, weil wir dürfen wirklich nicht zulassen, dass der politische Islam in Deutschland herrscht. Das dürfen wir nicht zulassen. Never. Ja, aber Brotherhood, jetzt habe ich ihn gerade erwähnt, da schreibt er auch schon etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde. Deswegen möchte ich das unbedingt erwähnen. Jesus ist auch für diese Leute am Kreuz gestorben. Und das ist wichtig. Ja, na klar. Von daher, also, und da möchte ich unbedingt drauf plädieren, und das wäre, glaube ich, auch ganz wichtig. Natürlich kann man da dann auch sagen, wenn es dann nicht respektvoll bleibt, dann muss man sich dann von diesen Leuten auch trennen. Aber ausschließen möchte auch ich sie deswegen nicht. Amen, das, Bruder, das hast du schön gesagt. Ich höre die ganze Zeit zu und ich wollte das auch reinwerfen, und das finde ich jetzt stark. Das ist wirklich stark. Weil wir dürfen nicht verurteilen, so seid ihr verurteilt. Richtig. Wir müssen, wer richtet, man könnte der ist schon ganz, gerichtet. Man könnte es auch ganz salopp sagen. Wir müssen besser sein. Und wir sollten besser sein. Also wir sind besser dran, aber besser sind wir nicht. Genau, richtig. Ja. Pablo? Jo. Geh runter und stell nochmal eine Anfrage. Da ist jemand, der will mich kurz was fragen. Keine Ahnung was. Ist kein Problem, kein Problem. Stell einfach nochmal eine Anfrage. Ich gehe aber sonst auch gerne runter. Wenn du Anfragen hast, dann mache ich auch gerne Platz, weil so doof sich das anhört. Wir untereinander, so, das hört sich jetzt blöd an, aber wir untereinander, wir sind uns einig. Richtig. Wir brauchen uns untereinander nicht überzeugen. Und ich finde, gerade was diese Sache so ausmacht, es ist ja auch eine stückweite Aufklärung, die man da betreibt. Und absolut. Die schafft man nur im Dialog. Von daher, wenn du Platz brauchst, sag Bescheid, ich gehe gerne runter. Höre gerne zu und an der richtigen Stelle stelle ich sofort eine Anfrage und bin wieder oben. Ja, kein Problem, Bruder. Ja, Bero, ich hör dir zu, Bero. Mal kurz, groß, ich habe es jetzt endlich gefunden, nach 10 Stunden. Okay. So, jetzt. Ja, siehst du das? So was Ähnliches. Und das machst du dann morgen um deine Stirn. Okay, ich hole mir die Farbe morgen. Ich hoffe, im Textilladen finde ich die, doch werde ich auf jeden Fall finden. Ja. Ich mach das aber am besten vor dem Sport. Nach dem Sport bist du platt. Ja, ich hol die Farbe für morgen dann. Das passt. Genau. Alles klar. Ne? Ich hole die Farbe auf jeden Fall. Das passt. Okay. Kram, was können wir denn für dich tun? Antosa, ich küsse dein Herz, Bruder. Danke. Kram, was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Wunderschönen guten Abend erstmal. Ich wollte zwei Sachen sagen. Also erstens stimme ich dir zu, dass der politische Islam hier keine Überhand nehmen darf. Stimme ich jedenfalls zu. Und ich wollte auch sagen, was er geschrieben hat, der eine Typ gerade eben mit Jesus ist auch für die anderen, ist auch für die Leute gestorben, die nicht christlich sind oder so etwas. Finde ich sehr, sehr schön. Und ganz im Ernst, ich muss sagen, es gibt sehr wenige Livestreams, wo Religion vorkommt, wo vor allem mit allen Leuten respektvoll umgegangen wird. In so vielen Livestreams, wo ich war mit Religion, ey, da wurde auch gegen andere Religionen gehetzt und so etwas ganz im Ernst, ey. Ich will jetzt an alle Leute sagen hier, Hetzerei gegen andere Religionen zu sagen, unsere Religion ist die beste, bringt nicht so ganz im Ernst die Sicht von dem anderen in der Religion. Guck mal,
Wenn ihr einen Christ oder Muslim fragt, was welche Religion die beste ist, die werden sagen immer, ihre Religion ist die beste. Es gibt keine bessere Religion, es gibt für jeden eigenen Menschen eine andere gute Religion. Man kann nicht sagen, die Religion ist die beste, weil jeder andere hat einen anderen Glauben und jeder andere wird immer deine Religion vertreten. Man sollte die Meinung respektieren und respektvoll mit den Leuten umgehen und mit den Leuten auch reden. Ganz im Ernst, man kann nur sagen. Ja, aber Jesus Christus ist ja keine Religion, sondern das Evangelium. Das Christentum meine ich, das meine ich, seine Religion. Okay. Das, was ich nur gesagt habe. Gut, sonst noch einen schönen Abend und ja. Alles klar, danke schön, mein Lieber, dass du da warst. Gottes Segen. Hat mich gefreut. Dankeschön. Okay. Also er redet zwar sehr schnell, aber er war sehr respektvoll. Das ist schon mal gut. Ne? Aber süße Worte. Verstanden, aber der Herr möge ihn trotzdem segnen. Gut. Ja, also er ist sehr, sehr schnell, wenn er redet, aber ey, ich feiere das trotzdem. Er war sehr, sehr respektvoll. Und Leute, habt ihr gemerkt, wie schön dieser Chat ist? Ja, ruhig. Es wird schön aufgeräumt und das ist sehr, sehr schön. Das gefällt mir, Leute. Das ist zu friedlich wirklich. Heute. Das ist heute Herr? So friedlich, das ist der Wahnsinn. So ein friedlicher Channel. Christentum, denn der Herr ist den Geduldigen. Richtig. Der Herr ist den Geduldigen. Amen, sehr gut gesagt. Ja. Hey, aber Leute, darf ich euch was sagen? Gesegneter Stream, danke Jenny, ich küsse dein Herz. Leute, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich das sage. Ich gehe raus. Ich muss jetzt Schluss machen, kommt jetzt. Aber, ihr müsst wirklich Erbarmen mit mir haben, Leute. Ich mache heute eine Pause. Ich bin später wieder da. Ey, warum schon wieder in der Nacht? Oh, Leute. So, nee, Flex, ich finde das Gold richtig. Ich finde das Gold richtig, weil eins müssen wir auch mal ganz klar deutlich sagen. Wir müssen dafür sorgen, dass du ausreichend Schlaf kriegst, ansonsten kriegst du dein Fett nicht verbrannt. Das ist richtig. Und ich möchte, dass du für Deutschland nächstes Jahr auf der Bühne Pokale holst. Wenn du das nicht hinkriegst, dann bist du nicht vernünftig bei gewesen. Und wenn du das machst, dann ist das sinnlos, was du machst. Dann kannst du weiter fett werden. Um Himmels Willen, nein. Fett will ich nicht werden. Um Himmels Willen nicht. Das Ding dabei ist, Flex, Alter, ich habe mir jetzt mal so ein bisschen deine Bilder auch angeguckt, mal dein Profil so ein bisschen durchstöbert. Bin ich ja auch ganz ehrlich. Und ich sehe alte Bilder, da sehe ich meine Fresse Form, Alter. Heftig. Ich habe ja selber auch vor ein paar Jahren Kraftsport gemacht und ich weiß, was für eine Disziplin das bedeutet, da hinzukommen. Und so wie das aussieht, hast du noch nicht mal nachgeholfen. So wie das aussieht, ist das Natur. Und das erst, dafür erstmal Respekt. Man hey, aber was könnte es denn wohl sein? Tja, das frage ich mich auch. Flex, mal eine ernsthafte Frage. Schläfst du auch wie Cristiano dreimal am Tag? Was heißt dreimal am Tag schlafen, um Himmels Willen? Also wenn ich in der Off-Season bin, tatsächlich, bin ich ganz ehrlich, dann mache ich schon ab und zu mal Powernaps. Also wenn ich merke, dass mein Körper müde ist, es kann gut möglich sein, dass ich mittags mal einschlafe, ja. Also das ist auf jeden Fall. Ist ja auch nicht schlimm. Also das Nein, das ist wichtig. Die Ruhephasen beim Sport sind bald genauso wichtig wie der Sport selbst. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also habe ich auch gelernt, nicht jeden Tag mehr zum Training zu gehen. Ja, also Samstag, Sonntag sollte man schon eine Pause machen, wenn man Montag bis Freitag trainiert. So, Flex, immer eine ganz andere Frage. Was hast du im Max eigentlich auf der Bank gedrückt? Auf der Bank? Boah, 165, 170? Alter, dann bin ich ja noch um 5 Kilo besser als du. Nein. 170 war mein Max. Echt jetzt? Ja, kein Scheiß. Drei Sätze. Ach du Scheiße, das ist sehr stark. Das ist verdammt stark. Ja, aber das war mal ganz ehrlich noch zu meiner besten Zeit. Ich glaube, ich schaffe jetzt keine 80 mehr. Ja, das ist ja normal. Ich meine, du machst ja da in dem Bereich nichts mehr.
Ich habe mich kaputt gemacht. Ich hab übertrieben, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und dann kam meine Arbeit noch mit dazu und ich habe meine Bandscheibe komplett auseinandergenommen. Und mein Handgelenk beim Reitunfall komplett auseinandergenommen. Und dadurch hat mein Handgelenk nicht mehr mitgehalten. Selbst mit Orthese habe ich es nicht mehr geschafft, an das Gewicht ranzukommen. Geschwister, Flex, Bruder, ich sag schon mal, vielleicht bis später, ansonsten bis morgen. Ich weiß nicht, ob du noch wieder rumkommst. Also ihr müsst heute wirklich Erbarmen mit mir haben, Leute. Dass ich auch für morgen wirklich sehr viel Energie habe, komme ich einfach morgen nochmal live. Ne? Ihr müsst wirklich heute Erbarmen mit mir haben. Alles gut. Und morgen bin ich fest davon überzeugt, haben wir ein viel, viel geileres Evangelium, was wir auch noch besprechen können. Und morgen hau ich mal wieder ein paar Verse raus, ja, ein paar Hadithe. können wir uns mal die Hadithe mal anschauen. Ihr wisst ja, ich habe das Buch von Christian Prince. Und Nico, ich habe deine Nachricht gesehen, ja. Keine Fitner hier. Also ich wünsche Gottes Segen, Geschwister, ja. Ja, Gott. Aber nun warte mal ganz kurz, bevor du jetzt aufhörst, ne, das ist ja ein bisschen unfair Ali gegenüber. Der hat ja nur noch gar nichts sagen können. Ich würde sagen, jetzt ist er raus. Nee, doch nicht. Würde ich sagen, wollen wir Ali mal das abschließende Wort geben? Ja, stimmt. Ali wollte reden. Oh mein Gott, tut mir leid, Ali. Alles gut, mein Bruder. Möge die Kraft des Herrn mit dir sein und dass du vorwärts kommst. Danke, Bruder. Denn die Allmächtigkeit ist bei dem Herrn. Guck mal, weißt du, was ich mache, Ali? Ich werde morgen mein Bestes geben. Ich bin morgen zwar zeitlich wirklich begrenzt, aber ich werde morgen mir die Farben dann im Laden dann holen. Respekt. Und dann schaue ich mal, dass ich zeitlich dann auch live kommen kann, ein bisschen streamen kann. Aber morgen wird es halt ein bisschen schwierig, weil ich muss ein paar Kleinigkeiten noch morgen erledigen und dann. Aber ansonsten, ich tue mein Bestes im Textilladen, die Farben dann rauszupicken, und vielleicht, dass es dann eine perfekte Kombo ist dann einfach, ne? Gottes Segen. Ja, okay. Weil morgen ist ja das jesidische Fest, ne? Genau, zu Ehren Gottes. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, okay. Tony Calabro, viva Mexiko, ich küsse doch dein Herz, Bruder. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Jetzt hast du das schon dreimal gesagt. Ja, jetzt mach den live auf, leg dich hin und hör auf zu nerven, Mann. Ja, mein Gott, ich muss es halt sagen. Ne? Gottes Segen mit dir, Flex, Alter. Bleib wie du bist, Alter. Lass dich auf keinen Fall biegen, Alter. Du bist ein strammer Bengel. Bleib genau so, wie du bist. Ich mag dich. Ja, auf jeden Fall. Also gut, Leute. Gottes Segen, ich küsse eure Herzen. Bis morgen. Ciao. Gottes Segen, Anna. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Schlaf gut. Danke. Jetzt hast du nochmal was Schönes, ne? Und ihr habt mich gerade so glücklich gemacht. So sehr. Ich danke euch alle. Schön, dass du da warst, ne, Schwester. Und komm bitte immer wieder gerne zu uns. Hier wirst du immer wieder. Du bist immer eingeladen. Hier wirst du ganz viele Liebe bekommen, ne? Die du brauchst. Danke. Ich küsse dein Herz, Schwester. Alles Gute wünsche ich euch auch. Alles Gute. Okay, bleib immer weiter stark. Bleib weiter stark. Lass dich nicht runterkriegen. Du hast ein starkes Herz. Du bist eine starke Frau. Du bist eine starke Frau. Patricia, Alu, ich küsse doch eure Herzen. Aber wir sollten unsere Schwester viel mehr unterstützen. Also meine Unterstützung hat sie. Nein, ja. Alles gut. Nein, danke schön. Ey, hör auf. Ich gehe lieber raus. Ich will nichts mehr. Alles gut. Wir küssen dein Herz. Okay. Oh, gut. Bruder, also siehst du diese Kommentare teilweise? Ja. Siehst du diese Kommentare teilweise? Erzähl, ja, wir haben sehr viele schöne, wunderschöne Menschen. Nein, das meine ich nicht. Ich meine die anderen. Da sind wirklich Leute. Ich muss echt mich zusammenreißen, dass ich hier nichts Falsches sage. Aber was hier teilweise geschrieben wird, das ist wirklich zum... Oh. Warum? Was sind das für Leute, die da schreiben? Also ich sehe auf jeden Fall, dass unsere jesidische Brüder und Geschwister... Ja, weil die anderen jetzt gelöscht wurden, aber hier wurden teilweise Sachen geschrieben wie Schauspielerin und keine Ahnung. Das ist die Realität. Genau, ja, so ist es. Das ist die Realität, mit der wir kämpfen. Guck mal, die sagen jetzt zu unserer Schwester, sie ist eine Schauspielerin, ja,
Aber wir wissen, dass was unsere Schwester hier gerade eben gesagt hat, das ist die Wahrheit. Sie hat nicht gelogen, das ist die Wahrheit. Oh mein Gott, ich tue meine ganze Hand, meinen Körper ans Feuer. Sie hat die Wahrheit gesagt. Sie hat ich weiß. Aber ich frage mich, wie kann man so unmenschlich sein? Wie kann man sich so nicht schämen? Wirklich, hier werden Sachen geschrieben. Die sind jetzt Gott sei Dank alle geblockt, aber Wahnsinn. Ja, aber merkt ihr nicht, das ist doch Wahnsinn. das, wovon wir hier jedes Mal reden. Das ist doch das, worüber wir aufklären. Wir sagen jedes Mal, das steht in den Schriften, die Leute halten sich da dran. Und genau mit diesen Kommentaren beweisen die genau, dass sie dieses Denken in sich haben gegenüber Christen, ja. Juden, Jesiden, selbst Aleviten. Ja, also alle, also am meisten ist es wirklich der sunnitische Islam und alles, was nicht sunnitisch ist, wird unterdrückt, wird beleidigt, wird diffamiert. Es ist alles nicht so, aber wir lesen schwarz auf weiß, wir zeigen es denen. Auf jeden Fall Wahnsinn. Also die Leute zurück in die Kommentare und holen genau diese Kommentare raus, in denen die beweisen, dass wir recht haben. Die beweisen es genau mit diesen Kommentaren. Ja, das stimmt, ja. Die Leute fragen alle, was los war. Hier war eine Schwester, die ja ganz viel erlebt hat. Guck mal, da ist ein Dschihadist, der schreibt Kuffar. Block den alle. Wir sind Kuffar. Wir lieben unsere jesidischen Brüder und Geschwister. Was für Kuffar. Nur weil wir unsere Jesiden unterstützen, brauchst du hier nicht reinkommen und Kuffar schreiben. Block den. Raus mit dem. Schreibt hier solche Sachen rein hier. Kein Wunder, Mann. Oh, Jungs. Ja, also, wer das jetzt gespendet hat, ich küsse eure Herzen. Es am Eskalieren hier. Oder ich küsse dein Herz. An mich bitte nichts spenden. Ich mache das wirklich nicht für Geld. Trotzdem vielen, vielen Dank. Aber spendet das bitte wirklich gerade wie der Schwester, Leuten, die das nötig haben oder sonstiges. Aber ja. Bitte nicht. Aber trotzdem, danke. Ja, wirklich. Krasser Support. Wir küssen deine Herzen. Orhan, Aydin, ich küsse dein Herz, Bruder. Ne? So, jetzt holen wir mal unsere anderen Brüder und Geschwister mal hier rein. Lava wollte rein. Lava muss sich reinholen. Ne? Sie hat schon sehr lange eine Anfrage geschickt hier. Wen haben wir noch drinne? Ja, ne? Azad. Azad wollte rein. Komm, dann lasse ich mal Azad rein. Ah, ist voll. Achso, ich krieg Azad gar nicht mehr rein. Okay. Lava, Schwester. Jetzt? Achso, die ist rausgegangen. Okay, ja gut. Nehmen wir mal Azad hoch, weil Azad hat eine Anfrage geschickt. So, jetzt Leute. Gottes Segen. Gottes Segen. Wie geht's dir? Gut, mir geht's immer gut. Sehr schön. Ja, möchtest du was erzählen? Dann erzähl ruhig, ne? Nee, also ich habe jetzt kurz zugehört. Also ich find's traurig, was die da drin schreiben in den Kommentaren. Wahnsinn, gell? Und das gibt mir noch mehr einen Grund, dieses Volk zu unterstützen. Und ich meine das ernst. Es ist einfach so. Und so schlecht wie die andere Seite über die Jesiden spricht, gibt mir das Gefühl, erst recht die Jesiden zu unterstützen. Egal in was. Und das meine ich ernst. Ist einfach so. Ich bleibe einfach bei der Wahrheit. Ich bleibe im Hack. Das ist einfach so. Ich werde immer unterstützen, wo ich kann. Mr. Mode, ich küsse dein Herz. Son Goku-Style, Vegeta. Könnt ihr euch noch erinnern, als das so akut war in Syrien mit dem IS und mit den Jesiden, da kamen doch die Berichte, dass die in der Region eingekesselt waren, die Jesiden, und wie man sich da gefragt hat, wie man denen helfen kann, und die Weltgemeinschaft war aufgerufen. Könnt ihr euch erinnern, wer wirklich furchtlos da reingerannt ist und viele, viele Jesiden befreit haben vom IS? Jetzt musst du mich aufklären, Bruder, wer war das? Die Kurden. Die Kurden waren das. Echt? Tatsächlich. Ja? Kurdische, ja, die sind da rein und haben wirklich sehr, sehr viele gerettet. Und wow. Da habe ich damals noch PKK gesagt, guck mal. Ja, ich sag, ja, ob das PKK war oder nicht, ich möchte jetzt keine Lanze brechen für so etwas, aber die haben den Mut bewiesen und sind da reingegangen und haben die rausgeholt.
Ja? Ja, und ja, haben auch ja. den muss man Christen geholfen, ne? Haben auch den Christen geholfen, natürlich. Ganz genau. Ja, Jesiden und Christen halten auch zusammen. Das ist auch richtig so. Die PKK, das soll auch so bleiben. Das war die JPG und kann man jetzt sehen, wie man will, ob das ein Arm von der PKK ist oder kein Arm von der PKK ist. Aber nichtsdestotrotz sind die unaufgerufen, haben die sich losgemacht und haben diesen Leuten geholfen, als keiner denen geholfen hat. Kein türkisches Militär, kein syrisches Militär, kein Amerikaner, keine Deutschen, kein niemand. Die haben wirklich ein sehr, sehr schlimmes Massaker da verhindert an den Jesiden. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, wir könnten wirklich stundenlang darüber reden, was da passiert ist. Ey. Das ist ich komme nicht drauf klar, Mann. Also danke. Also ich muss, Patricia, ich küsse dein Herz. Was mich am meisten schockiert an der ganzen Sache ist einfach nur das, wie gesagt, 2014, ich habe Bilder gesehen, auch unzensierte Bilder. Leute, dass Menschen sowas machen, wow, wow, wow. Und dann keine paar Stunden später, sind die irgendwo draußen und beten und sagen, oh Herr, du bist groß. Was? Du hast jemanden umgebracht und den gehst du noch beten. Hey. Die von sagen, allen Geistern das machen. Aber was hast du denn falsch gemacht laut deiner Religion, wenn du ein sunnitischer Muslim bist? Dann hast du doch alles richtig gemacht. Natürlich gehst du dann beten. Du hast den Befehl Allahs befolgt. Ist doch klar, dann kannst du laut deiner eigenen Religion kannst du danach beten. Du hast ja was Gutes getan im Namen des Islam. Na, Patricia, ich küsse doch dein Herz. Leute, ihr seid ja heute komplett am Eskalieren. Was ist los mit euch? Schön heute, wirklich. Ihr seid ja heute richtig am Eskalieren heute. Leute, ich küsse eure Herzen. Ich sag euch nochmal, Leute, soll euch der liebe Gott zehnfach belohnen, so viel wie möglich. Sollt ihr gesund bleiben bis ans Lebensende, Leute. Wirklich, soll euch Gott belohnen. Belohnen, Leute. Gott soll dich auch wirklich segnen, Bruder. So viel belohnen, wie es noch geht. Und an die ganzen Jesiden hier drinnen, wirklich, ich meine das ernst. Ich küsse die Herzen von euren Müttern. Ja. Alle, die gefallen sind, wirklich, die schauen auf euch herab. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Ja. Und was ich noch hinzufüge, der Herr beschützt euch. Und das meine ich ernst, Leute. Der Herr beschützt euch. Genau, Psalm 91 haben wir heute schon mehrfach gelesen. Heute haben wir der Herr Jesus Christus. Psalm 91 sehr oft Bruder, gelesen. Was ich dir sagen wollte, Esda, also Jeside, das ist ja erstmal falsch ausgesprochen, nur dass sie, damit die Menschen hier drinnen wissen. Esdai, das bedeutet, der mich erschaffen hat. Also an jeden Menschen auf dieser Welt, der denkt, dass der liebe Gott ihn erschaffen hat, das bedeutet einfach übersetzt Esda. Esda heißt der mich erschaffene. Und Chodah, Gott. Choda heißt Gott. Choda heißt der sich selbst Erschaffene, der immer da war. Wenn du das zum Beispiel bei Google Übersetzer eingeben würdest, würde da stehen, der sich selbst Erschaffene, der immer da war. Und Esdi heißt, der mich erschaffen hat. Also am Ende glauben wir alle an das Gleiche. Am Ende glauben wir alle an das Gleiche, an die gläubigen Menschen, egal welche Religion. Dass Esda bedeutet, der mich Erschaffene. Und an die Menschen, die glauben, dass der liebe Gott ihn erschaffen hat, dann ist er auch sozusagen ein Esda. Das ist eine Philosophie. Ja. Das ist die Philosophie, dass der Mensch an den lieben Gott glaubt und dass der Mensch glaubt, dass der liebe Gott die Welt erschaffen hat und dass der Mensch glaubt, dass der liebe Gott ihn erschaffen hat. Das bedeutet Esda. Das bedeutet Esidi. Das bedeutet Esdai. An die Leute, damit die das wissen. Immer Frieden in den Herzen, immer Frieden in den Herzen, immer Frieden in den Herzen, immer Frieden in den Herzen. Und die Menschen, die keinen Frieden in ihre Herzen haben, die hier drinnen sowas schreiben, die haben für mich keinen Frieden in den Herzen gefunden. Die sind nicht menschlich, richtig. Die haben keine Menschlichkeit. Wie können diese absolut. Menschen, die hier reinkommen und das Mädchen sagt, sie hat das erlebt, wie können die schreiben das und das und das? Wie können die euch selber in den Spiegel gucken? Wie? Sagt mir bitte, wie? Verrückter, wie soll das gehen? Ja, das Mädchen könnten wir alle sein, ne? Und wenn jemand da ist und sagt, du lügst, weißt du, das ist ein Stich ins Herz. Zu sagen, sie lügt.
Folg mir, ich küsse dein Herz, Bruder. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn wir irgendwo unterstützen können, Noah, ich küsse dein Herz, Schwester, wenn wir irgendwo unterstützen können, Leute, wie gesagt, Leute, ich bin dabei. Und ich meine das wirklich ernst, ja, das sind keine leeren Worte, das sind ernste Worte. Wenn wir irgendwo unterstützen können, die Schwester, die hier hochkam, die ihre Geschichte erzählt hat, sie hat mein vollstes Respekt, okay? Und ich werde sie unterstützen, da wo es geht, wenn sie auch Hilfe wirklich braucht. Und genau, wir müssen einfach miteinander, wir müssen einfach zusammen unterstützen. Ich höre bei Gott, indem du uns hier reinbringst, indem du uns hier eine Stimme gibst, hast du uns schon so viel geholfen. Du hast uns schon so viel geholfen, Bruder. Indem ja, Bruder, du uns hier hochholst, indem du lässt, dass wir einfach hier eine Stimme haben. Du hast uns eine Stimme gegeben. Du hast das Mädchen eine Stimme gegeben. Du hast das Mädchen eine Stimme gegeben, Bruder Herz. Danke, Bruder Herz. Danke, danke, danke. So muss auch sein. Wir müssen füreinander da sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Deswegen machen wir das auch. Und wie gesagt, alle unten in den Kommentaren ein Herzchen für die Jesiden nochmal, Leute. Und einmal die jesidische Flagge, Leute. Einmal reinposten für die. Leute, einmal, Leute. Zeigt mal ein bisschen Liebe hier. Mal alle ein bisschen Liebe zeigen, Leute, für die Jesiden. Ja? Ich küsse doch eure Herzen. Also ich muss sagen, wir müssen nicht immer über dieses eine Thema sprechen. Heute haben wir gesehen, dass wirklich ja sehr, sehr viel Liebe dabei war. Ne? Sehr, sehr. Wenn wir einfach ja die Worte des Herrn hier vorlesen. Richtig. Wenn du möchtest, kannst du noch einmal Psalm 23 lesen für unsere jesidischen Brüder und Geschwister und dann schaue ich mal, was wir hier finden. Ne? Ich mach wieder Platz, okay? Hazard, kein Problem, Bruder Herz. Ich küsse dein Herz, Bruder. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, Bruder. Hannover, ich küsse dein Herz, Bruder, für die Rosen. Ich lese noch einmal Psalm 23, der gute Hirte. Genau. Alles klar. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht. Denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr, sein Gast, und gibst mir mehr als genug. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. In deinem Haus darf ich immer bleiben. Amen. Amen. Auch jetzt für das Mädchen, ne? Wir hören dich nicht. Alle ein Amen in den Kommentaren. Möge der Jesus Christus sie beschützen. Auf jeden Fall, möge der Jesus Christus unsere sie beschützen. Unsere aramäischen Brüder, die hier drin sind, auch eure Stimme hören, Leute. Alle mal ein Herzchen auch für die Aramäer, ja, und ein Amen unten, Leute. Wirklich, ich küsse doch eure Herzen. Amen. Leute. Küsse doch eure Herzen. Wirklich. Hannover, ich küsse dein Herz. Noah, ich küsse dein Herz. 74, ich küsse dein Herz. Ne? So muss sein, Mann. Heute ist wirklich sehr, sehr viel Liebe hier. Das ist der Wahnsinn. Ja, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, was für eine Liebe wir hier haben. Ne? An meine jüdischen Geschwister und Brüder, Ida, Isde, Pirusbei. Meine Lieben, Gott segne euch und wir sind alle beschützt. Richtig. Und seid immer dankbar sein. Uns geht's hier gut, ne? Uns geht's gut. Das war wieder ein Beweis, was das Mädchen erzählt hat, wie schlimm es in anderen Ländern gerade zugeht und was. Hallo, ich küsse dein Herz für das Abo. Aktuell. Küss dein Herz, Bruder. Auf jeden Fall, also auf jeden Fall die Geschichte hat mich wirklich sehr, sehr stark berührt. Boah. Ja, mich auch, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, traurig. Ist der Wahnsinn. Umso mehr ich diese Geschichte höre, ja, dieses unterdrückte Volk, umso mehr ich das höre, umso mehr fühle ich mich irgendwie verpflichtet, dieses Volk zu unterstützen. Umso mehr, einfach umso mehr. Einfach so, umso mehr. Wahnsinn. Wir müssen bei vielen Sachen wirklich Gott dankbar sein, ne? So, das, was wir haben. Ne? Wir müssen jeden Tag den Herrn Jesus Christus dankbar sein. Jeden Tag. Auf jeden Fall. Genau, genau. Und selbst wenn der Arzt euch irgendwelche schlimmen Dinge sagt, Krankheiten, der Arzt hat nicht das letzte Wort, sondern Gott hat das letzte Wort.
Also Gebet hilft sehr, sehr viel. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Amen. Amen, Leute. Ja, Leute. Ja, wir können eine schöne... bist du Jeside, mein Bruder? Nein, ich bin kein Jeside, aber ich unterstütze die Jesiden. Deswegen habe ich das. An die ganzen Leute, die es jetzt nicht wissen, nochmal, ich habe diese Flagge, warum? Heute ist ja das jesidische Fest, ja. Und deswegen habe ich das, Leute. Ich unterstütze, ne? Liebe geht raus an die Jesiden. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr diese Flagge sieht, ein Gesicht sieht, das ist die Liebe für die Jesiden. Nochmal. Jesiden. Ja, auch so viele zahlreiche Zuschauer haben. Es ist ein unterdrücktes Volk. Es ist ein unterdrücktes Volk und mein Herz schlägt für dieses Volk. Warum? Es ist ein unterdrücktes Volk. Und ich weiß das. Okay? Wenn ich mir das Ganze anschaue, was damals in Afrika passiert ist, ja, klar, wir haben jetzt keine Sklaverei mehr in Afrika, aber ich weiß von ganzem Herzen, dass dieses Volk in meinem Herzen ist. Warum? Weil das ist ein unterdrücktes Volk und dieses Volk wird bis heute noch verfolgt. Und deswegen schlägt mein Herz auch für dieses Volk. Nochmal. Ja. Ja, wir haben eigentlich immer religiöse Themen, ja. Und heute ist einfach mal ein All-Around. Heute sprechen wir mal über alles, ne? Und ein bisschen Evangelium verkünden und gleichzeitig auch dieses Volk hier unterstützen, ja, an die Jesiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall. Das waren schöne Worte, aber ich muss leider sagen, Afrika gibt es leider immer noch etwas Sklaverei von einer gewissen Gruppe. Ein bisschen ja, noch. Mauretanien ja, zum Beispiel noch. Und so weiter. Flex, du hast mich mit deinen Worten zum Weinen fast gebracht. Hier ist so viel Liebe. Warum denn? Das geht gar nicht. Warum denn? Weiß ich nicht. Ja, aber es ist ja die Wahrheit. Es ist ja die Wahrheit, Bero. Wir müssen ja wahrhaftig sein und in der Liebe bleiben. Ja, wir Christen haben einfach diese Liebe. Wir haben diese Liebe. Und deswegen wird uns der Herr segnen in dem, was wir machen. Und ich bin auch ganz ehrlich, wie es ist. Wäre die Welt so, wie ich denke, wir hätten eine friedliche Welt. Ja, aber das haben wir leider nicht. Das ist ein Kampf mit bösen Menschen. Es ist einfach so. Und deswegen müssen wir einfach wahrhaftig bleiben, denn der Herr hat für uns schon ein Haus bereit. Es ist einfach so. Deswegen bleiben wir einfach in der Liebe. Ja, wenn die anderen böse sein wollen, sollen sie böse sein. Es ist egal. Aber wir bleiben wahrhaftig. Wir bleiben in der Liebe. Warum? Unser Platz Amen. Ist schon Jesus bereit. Christus. Amen. Richtig. Ich danke Amen. Vielmals für diese Amen, Leute. Worte. Einmal ein Amen, Leute. Alle meine jesidischen Geschwister. Gott segne euch wirklich alle. Richtig. Hallo, Leute. Ich wollte mich auch mal melden. Ja, Jihan. Ich bin auch eine Überlebende des IS und. Oh, wow, okay. Genau, und als ich dann auf euren Live jetzt, gerade kam ich nach Hause von der Unibib, also ich habe auch gelernt. Tanja, ich küsse dein Herz, Schwester. Ich könnte auch gar nicht zu dem Fest gehen, meine ganze Familie ist jetzt zum Beispiel bei diesem Fastenfest heute. Okay. Ich könnte zum Beispiel nicht hin wegen der Schule. Aber ich habe die Geschichte von diesem Mädchen gehört und ich zitter immer noch am ganzen Körper, weil ich genau weiß, ja, was sie sich gemacht hat. Das ist ja teilweise das, was sehr viel, also teilweise ja auch, was ich durchlebt habe. Und es ist so krass, das Mädchen hat, man hat nicht gesehen, wer dieses Mädchen ist. Sie war nicht mit ihrem echten Namen unterwegs oder hatte kein Profilbild. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist bei sehr vielen jesidischen Frauen so, dass sie sich nicht trauen, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja. Weil sie ja Angst haben, erkannt zu werden oder. Die werden sofort, das Problem ist, die werden sofort angegriffen. Das ist das Traurige an der Sache. Ja, und ich bin halt auch mittlerweile jetzt seit 2 Jahren in der Öffentlichkeit und habe auch ein Buch geschrieben über meine Geschichte. Ja. Von Sicht einer 10-Jährigen. Ich war ja damals 10 Jahre alt und wie das andere Mädchen schon gesagt hat, ich habe zum Beispiel auch keinen Papa mehr, weil sie auch meinen Papa mir weggenommen haben.
Ach du Scheiße. Ja, oh Mann. Und ich hab auch 10, ich weiß nicht, ich habe nicht mein die ganze Beileid. Geschichte von dem Mädchen mitbekommen, aber... Mein Beileid hast du. Dankeschön. Aber dieses Mädchen an ihrer Stimme, dass sie geweint hat, das hat mir mein Herz, das hat mir so... Glaub mir, ich würde, wenn es nach mir gehen würde, ich sag dir ganz ehrlich, ich würde losheulen, aber ich bin wirklich so stark, dass ich sage, ich muss es unterdrücken. Ja, man sieht es mir vielleicht nicht an, aber das tut mir so weh. Ich glaube, wenn ich den Stream beende, muss ich vielleicht wahrscheinlich weinen. Ich gehe davon aus. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich meine, auch wenn ich jetzt gerade über das Thema rede, ich zitter am ganzen Körper. Ich weiß gar nicht, ob man das an meiner Stimme hört. Aber das ist schon ein krasses Thema. Und mich hat interessiert, wie ihr überhaupt darauf gekommen seid, weil das Jesiden, also das Thema Jesiden ist ja gerade aktuell auch das, was mit den Abschiebungen und so zu tun hat. Weil es gerade ja sehr viele Jesiden abgeschoben werden, wieder in den Irak. Also ich hoffe, im Namen Gottes, ich hoffe, dass es nicht passiert, dass die abgeschoben werden. Ich hoffe es wirklich von ganzem Herzen. Also ich habe das Thema ja vorhin gehabt, vor einer halben Stunde oder vor 45 Minuten mit dem Travel, dass wir vielleicht mal eine Petition machen oder so. Da muss er mir nochmal einen Link schicken. Und dann starten wir einfach mal eine Petition für Jesiden, dass sie nicht abgeschoben werden sollen. Warum? Weil sie sind bedroht. Das geht nicht. Das ist ja klar. Sorry, ich will dich gar nicht unterbrechen. Ja, alles gut, du kannst weiterreden. Wir hören dir zu. Also, ich arbeite ja mit einer Hilfsorganisation, die auch damals wegen den Jesiden gegründet wurde. Das heißt Help. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber sie machen sehr viel. Sagt mir jetzt nichts, wenn ich ehrlich bin. Ja, man kann das ja später googeln und man kann sich da auch bei denen melden und bei dort auch unterschreiben, weil es gibt schon eine Petition. Also man kann das nicht einfach so machen. Wie heißt die Petition? Also die Organisation Hava Help heißt es. Also die Gründerin davon ist Düsen Tekkal. Ja, die gibt es. Das stimmt, Flex, kann ich bestätigen. Ja, aber bringt denn diese Petition etwas? Weil nicht, dass wir es umsonst machen. Ich will schon, dass es was bringt. Die fliegen persönlich rüber und überreichen das den Leuten. Das ist alles legal. Das ist alles echt. Weil okay, das sind selber Kurdinnen, weil, die das machen. Kann man das auch irgendwie im Internet unterschreiben oder muss man da hingehen? Nein, man kann das online unterschreiben. Also das geht alles digital. Also man muss auch gar nicht. Okay, guck mal, Schwester, ich küsse dein Herz, ja, Jihan. Gib mir den Link, schick ihn mir zu, schick's mir per Nachricht zu und dann mache ich einen richtigen Shoutout hier in meinem Live, dass alle diese Petition unterschreiben sollen für unsere jesidischen Brüder. Ich meine das ernst und ich mache das auch. Du musst es mir nur zukommen lassen, schick es mir und ich poste es hier rein. Und ich werde jeden sagen an die ganzen christlichen Brüder und Geschwister, dass sie alle das unterschreiben sollen. Wirklich, sonst bin ich sauer. Ich meine das ernst. Ich komme dann nicht mehr live. Wir müssen das unterschreiben, Leute. Ich komme sonst nicht mehr live. Ja, Leute? Dann seht ihr kein Flex. Flex versteckt sich dann. Ihr müsst unterschreiben, Leute. Dass unsere jesidischen Brüder und Geschwister unterschreiben bleiben. Okay. Gian, ich komme nicht mehr live. Leute, ich meine das ernst. Ich komme nicht live. Das muss unterschrieben werden. Ich meine das ernst. Gian, ich hätte eine Frage so an dich, Gian. Ja. Hörst du mich, Gian? Ja. Also bitte schick mir das. Ich will es unterschreiben. Ich will unterstützen. Bitte schick uns das bitte von ganzem Herzen. Das kann man bitte. Ja, wenn man auf der meine Instagram-Seite ist ja auch die ganze Zeit. Ich arbeite ja mit dem zusammen. Ich war auch erst vorletzte Woche oder so in Berlin auch bei einer Veranstaltung. Und die Organisation kenne ich schon sehr lange und auch die Einnahmen von meinem Buch zum Beispiel werden gespendet. Also ich verdiene mit meinem Buch gar nichts. Das wird alles an Hava Help zum Beispiel gespendet. Was ist das? Was ist das für ein Buch? Das heißt, Dankbarkeit, die schlimmste Zeit meines Lebens. Weißt du was? Schick mir einen Link davon. Ich poste das auch hier rein.
Das ist super lieb, danke schön. Ich meine das ernst, ey, ich unterstütze, wo es geht. Ich meine das tot ernst. Ich mach hier echt keinen Spaß. Und ich bin echt ich auch unterstütze dankbar, dass da, wo es geht. Dass ihr da auch über die Jesiden spricht, weil das macht nicht jeder. Also ich zum Beispiel auch in der Schule werde hier als man darf eigentlich das Wort nicht sagen, aber werde als Teufelsanbeterin egal, nicht zuhören. Und, gar nicht zuhören. Alles gut. Das ist mir schon klar, das geht mir auch mittlerweile, gehöre ich da auch gar nicht hin, aber das, was ja. Nachrichten manchmal man, wenn man so in der Öffentlichkeit ist und darüber spricht und über den IS, dass man dann auch was für Nachrichten teilweise man bekommt, ja, dass ich den ganzen Islam jetzt zum Beispiel schlecht machen würde oder dass ich, keine Ahnung, also die ich bekomme auch teilweise Morddrohungen auf Instagram, also so krass. Echt jetzt? Das ist so krass, ja, bei mir ist halt schon... Aber warum, was hast du denn gemacht, dass du Morddrohungen kriegst? Alter, was sind das für kranke Menschen? Leute, ganz kurz, Jihan, bevor du weiterredest, Leute, ist euch das mal aufgefallen? Die erlauben sich so viel, die andere Seite. Guck mal, wir Christen, Jesiden, wir müssen uns immer zurückhalten. Wir sind so wie Lämmchen und wir sagen nichts, weil wir einfach den Frieden in uns haben. Also Leute, das kann echt nicht so weitergehen. Aber wenn ein Christ aufsteht und sagt, jetzt gibt's den hier, jetzt machen wir mal Kreuzzüge hier, ah, dann stellen sie sich in die Opferrolle. Oh, warum? Leute, versteht ihr? Das ist der Wahnsinn. Wir werden bedroht bis zum geht nicht mehr. Aber wenn wir aufstehen und was sagen wollen, auf einmal, ja, dann sind wir radikal, wir sind die Bösen. Gian, kann ich dich kurz fragen, wie lange du hier schon in Deutschland bist? Wahnsinn. Was hattest du gesagt? Ich lebe hier seit Anfang 2016, also bald 8 Jahre. Also ich kann dir sagen, du kannst Deutsch? Gerne... Wow. Du kannst gerne Flex folgen. Er redet und unterstützt die Jesiden immer und immer wieder. Und in seinen Lives ist nur Liebe. Und ich würde mich freuen, wenn du deine Geschichte hier vielleicht noch mal kurz erzählen könntest. Das Problem bei mir ist, ich kann mich eigentlich mit Live gehen und alles drum und dran gar nicht aus. Und ich gehe auch, ich weiß nicht, weil... ich habe halt auch nicht so viel Zeit. Das ist gerade nur so, an einem Freitagabend bin ich zu Hause, habe ich nichts zu tun. Weil Schwester, guck mal, weißt du, was ich dir nur sagen kann, Schwester Herz? Wir machen das so, du schickst mir die Links, ja? Ich habe dir den Link von der Seite schon geschickt. Mhm. Okay, schickst mir per Nachricht alles und Schwester Herz, ich sag dir ganz ehrlich, ich poste das hier rein, okay? Ich poste das hier rein und wirklich, alle, die hier drinne sind, alle die Petition bitte unterschreiben, Leute. Unterschreiben. Ja, wenn ihr das nicht macht, ja, diese Petition ist komplett kostenlos, damit unterstützen wir unsere Jesiden, ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr das nicht macht, Leute, ich komme nicht mehr live. Dieses Jahr komme ich nicht mehr live. Ich komme irgendwann mal nächstes Jahr live. Ich meine das ernst, Leute. Wir müssen unterstützen und ich meine das ernst, Leute. Ja. Dings, Gian, was ich da auf jeden Fall, Gian, hörst du mich? Gian, bist Gian, du da? Ist noch dran? Jetzt. Ich wollte dir was sagen, auf jeden Fall, ich wollte dir wirklich sagen, möge der Jesus Christus dich auf all deinen Wegen dich beschützen, weil ich zum Beispiel, ich habe auch von sehr, sehr vielen radikalen Muslimen Morddrohungen bekommen. Ich habe zu denen so gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, aber wisst ihr was, ihr könnt mir meine Seele nicht wecken, weil meine Seele gehört dem allmächtigen Gott. Habe ich den ganz klar so gesagt und danach waren die still. Richtig. Ja, genau. Ich bin auch in der Öffentlichkeit und rede allgemein nur über den IS. Also ich möchte mich auch da gar nicht irgendwie zwischen der und der Religion setzen, sondern ich bin gegen den IS, weil der IS einfach sehr radikal ist und einfach eine ist, die meine Familie zerstört hat, sehr vieles von mir zerstört hat. Und der IS hat die Jesiden so wehgetan. Das ist ja nicht das erste Mal, dass die Jesiden verfolgt werden. Sie werden ja schon seit Jahrhunderten verfolgt. Wenn man sich mit der jesidischen Geschichte beschäftigt, bekommt man so... Schon seit immer, werden schon immer verfolgt, ja.
Und deswegen gibt es auch nicht mehr auf dieser Welt so viele Jesiden. Sie werden ja so verfolgt, dass sie bei jedem Genozid, was sie durchleben, dass so viele Jesiden ums Leben kommen, dass es wahrscheinlich irgendwann, wenn es so weitergeht, auch gar keine Jesiden mehr geben wird. Doch, doch, also, doch, ihr seid unter Schutz. Traurig. Das darfst du niemals sagen, ihr seid schützen. Unter Gottes Schutz. Ihr seid unter Gottes Schutz. Mhm. Handherz 74, küsst dein Herz. Dings, Gian, was ich dir wirklich dir, Dings, Gian, was ich dir wirklich dir sagen will, ist auf jeden Fall, im Namen Jesus Christus werden viele Jesiden kommen. Auf jeden Fall im Namen Jesus Christus. Ja, Weil ich sag halt so, ich und der Flexer machen ja Aufklärungsarbeit und kritisieren auch den politischen Islam sehr, ne? Und wir sagen immer wieder, ja, bei dir, Jeremy, ist es ja noch harmlos. Deine Drohungen, ja, die du kriegst, die sind ja harmlos. Bei mir sind ja richtige Drohungen. Bei mir sind ja Hardcore-Drohungen. Natürlich, bei dir ist ja gar nichts. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich bin so gut vernetzt, ich krieg viele Sachen mit. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Ja, möge Gott dich beschützen. Ich bin sehr, sehr gut vernetzt. Also ich krieg viele Sachen mit. Sehr viel. Ist einer von euch denn Jeside oder bin ich die Einzige hier gerade? Verrückt ist Jeside. 490 sind hier Jesiden. Ja. Und der ganze Chat hier ist voll mit Jesiden, an unsere Brüder und Geschwister. Alle hier drinnen. Alle. Ich glaube, gibt's keiner, der hier nicht mit Jeside ist. Was ich noch dazu erwähnen will, ist, Gian, sie wollte nicht den Namen des Bösen sagen. Bei uns dürfen wir nicht den Namen des Bösen sagen, weil bei uns gibt's nicht das Böse. Bei uns gibt's nur den lieben Gott. Bei uns gibt's das Böse nicht. Das Böse gibt's nicht bei uns. Deswegen kriegen wir richtig Ärger, wenn wir das Namen des Bösen sagen, weil wir dann den lieben Gott gleichstellen mit irgendeinem Bösen. Deswegen dürfen wir den Namen des Bösen, das ist bei uns Sünde, dürfen wir nicht sagen. Das ist bei uns die größte Sünde, einfach den Namen sogar auszusprechen, weil bei uns gibt's nur den lieben Gott. Sonst gibt es keine andere Macht, nur der liebe Gott. Leute, wirklich Herzchen, Mann, an die Jesiden. So Leute. Viel Liebe heute, ich hab's ja gewusst. Wahnsinn. Leute, heute, ich glaube, das ist der beste Stream, den wir je hatten. Bin ich ganz ehrlich. Das ist eines sagen. Der besten Streams heute. Finde ich auch. Ja, der heute und gestern war auch super. Oder wann das war? Ja, das stimmt. Gestern war auch richtig mega. Mhm. Dank unseren jesidischen Geschwistern. Der beste Stream heute. Wirklich. Also wirklich, sehr, sehr schöner Stream. Und ja, Gian, nicht vergessen, schick mir die Sachen. Also ich glaube, der Bruder Marusch hat mir schon was geschickt, aber schick mir nochmal wegen deinem Buch. Da hast du ja nochmal was da gehabt. Na, schick mir das und dann schauen wir mal, okay? Alles klar, dann machen wir das so. Ich weiß nicht, wie ich euch erreiche, aber ich schaue einfach später, ob... Schick mir eine Nachricht. Das reicht schon, wenn du mir eine Nachricht schickst. Alles klar. Mhm. Wie gesagt, den poste ich. Ivan, ich küsse dein Herz, Bruder. 74, küsse dein Herz. Bruder, möchtest du uns ein paar schöne Bibelverse vorlesen für unsere jesidischen Brüder und Geschwister und für unsere Aramäer? Ich bin fest davon überzeugt, dass wir unsere aramäischen Brüder hier drinne haben. Ne? Gib mir 2 Minuten Zeit, was Schönes rauszusuchen. Das dann ist zu viel. 2 Minuten ist zu viel. Nein. dann würde ich mich von euch allen verabschieden. Zwei Minuten ist zu lange. Danke, also, Gian. Ich küsse doch dein Herz. Gottes Segen, Gian. Und komm doch mal hierher, ne? Du bist immer herzlich willkommen. Sehr danke, schön. Heute Gott haben wir so tolle Leute kennengelernt. Auch mit Verrückten. Ja. Verrückter, bist du noch da? Ich bin da. Ja, alles klar. Dann schönen Abend euch allen. Gian, alles Gian, ich hab noch, auch, Gian. Ich habe noch eine Bitte. Dir auch. Gottes Segen. Gian, ich komm weg. Gian. Ich wollte sagen, Khode, Khairat Takabul Buki, dass ich finde, dass du machst ja Khair. Und ich finde, du bist eine starke Frau. Aus deiner Stimme höre ich, wie stark du bist. Du bist eine wunderbare, starke Fall. Frau. Und ich glaube, diese Drohungen, die du bekommst, das sind alles Fake-Accounts. Aber wenn du siehst, das ist ein wirkliches Profil, was echtes, folg mir bitte auf TikTok, schick mir diese Profile. Ich kümmere mich dann drum.
Dankeschön, danke. Ich melde ja. Wie gesagt, wir haben auch Leute im Hintergrund, die sich um so solche Sachen auch kümmern. Schick sie mir bitte auch, diese Leute, die dir drohen. Und die kriegen ihre Bestrafung schon. Die werden zu Recht. Das können wir uns auf Dauer nicht mehr gefallen lassen, dass wir bedroht werden die ganze Zeit. Das geht so nicht. Das geht echt nicht mehr so weiter. Also dann schönen Abend euch allen. Das finde ich auch nicht. Dir auch, Gian, ne? Ich küsse dein Herz, Schwester. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Sehr schön, sehr schön. Ciao. So. Jetzt gucken wir mal. Haben wir noch einen Bruder, der reinkommen möchte? Boah, so viele Anfragen hier. Jetzt, wo fangen wir jetzt an? Wo fangen wir jetzt an? Wow, alle sind wach. alle sind wach. Ja. Roy, ich nehme dich gleich hoch, Bruderherz, okay? Du musst dich nur ein bisschen gedulden, Roy, ne? Eins nach dem anderen. Jetzt gucken wir mal, der nächste. Sabasch, Bruder, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich küsse dein Herz, Sabasch. Das ist der Wahnsinn, Mann. Wie lieb diese Menschen sind. Das ist der Wahnsinn. Wirklich, ich küsse die Esiden. Ich hatte das schon im Gefühl, Flex, gestern, dass wir heute einen tollen Stream haben werden. Irgendwie. Ja, ja. Ja, das sieht man ja, wie friedlich das ist. Guck mal, viele Esiden, so friedlich, Mann. So friedlich das hier ist, Mann. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, wie friedlich das ist. Wirklich. Also, ich küsse eure Herzen. Er will nur ganz kurz hoch, es wäre wichtig. Gottes Segen, Joy, Gottes Segen. Was sagst du, Mann? Gottes Segen. Media, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich habe gemeint, Roy meint, er will nur ganz kurz, paar Sekunden hoch und dann wieder runter. Wäre ganz wichtig, angeblich. Okay, ganz kurz. Du musst mir den Namen sagen. Warte, bei Joel lädt es viel zu lange. Nee, ich meine, Roy meint, es wäre nur ganz kurz und dann geht er wieder runter. Roy, okay, kein Problem, kein Problem. Media, ich küsse dein Herz, Bruder. Oh, grüß euch, Brüder. Meine Fresse, das ist ja schlimmer, als bei dem Papst eine Audienz zu bekommen. Das ist ja der Wahnsinn, Mann. Oh Mensch, Gott. Pass auf, Flex. Und zwar, weil du das angesprochen hast. Die Petition, die da noch am Laufen ist, diese läuft nur noch 3 Tage. Es wird schon abgeschoben. Familien werden jetzt schon zerrissen. Das ist alles am Laufen. Von daher, ich habe mir extra die Arbeit gemacht. Mach mich bitte kurz groß, weil das ist wichtig. Okay, okay. Ja, dann schick mir das. Dann mache ich das heute Abend einfach, weil ich habe ja Zeit. Ja, Flex, aber die Leute, die jetzt drin sind, die jetzt da sind, das sind 500 Mann. Und 500 Mann können jetzt auf diese Seite gehen. Deutscher Bundestag, Petition, Petitionsnummer, macht euch einen Screenshot davon. Leute, geht einfach auf die Seite, das könnt ihr alles richtig, online. Mach das mal ein bisschen kleiner. Roy. Du, es reicht aus, auf die Seite zu gehen, Deutscher Bundestag. Die Petitionsnummer, die ist zu erkennen. Das reicht aus. Ganz kurz, ich mach mich kurz groß und dann erkläre ich es den Leuten. Ne? Ich gehe mal stark davon aus, dass ihr wisst. Leute, nochmal, das geht an die ganzen esidischen Brüder und Geschwister. Wir müssen das jetzt unterschreiben für unsere esidischen Brüder und Geschwister, dass sie nicht abgeschoben werden. So, jetzt gehen wir nochmal hoch, Roy. Ich mach dich jetzt wieder groß. Wir müssen alle unterschreiben. Ne? Jetzt hier. Oh Gott, hier, Roy, jetzt. Das ist die Erstellung. Es sind nur noch 3 Tage. Dann ist die Frist für diese Petition abgelaufen. Abgeschoben wird nämlich schon. Das habe ich dir versucht zu erklären. 32.000 Beschlussverfahren sind durch. Das heißt Abschiebeverfahren. 32.000 in Deutschland lebende Jesiden sind beschlussfertig abzuschieben. Das ist das. Und da werden Familien auseinandergerissen. So, die Leute sagen alle, man sieht nichts. Ich mach mal kurz die Kommentare aus, damit man das besser sieht. Ja, so. Und auf dieser ist auch die PDF drauf. Sprich, geht auf die Seite Deutscher Bundestag. Da fängt das an. Diese Petition, weil alles andere ist für den Arsch. Ihr müsst da auf die Seite Deutscher Bundestag.
okay, ich ihm gezeigt habe. Die ist wichtig. Okay, jetzt kannst du Chat wieder anmachen. Dann mache ich mich ganz kurz groß. Jetzt frage ich mal einfach mal in der Runde. Ja, hab ich. Die Leute, Leute, und das ganz ist wichtig. Das ist die Petitionsnummer. Okay, mache ich dich nochmal groß. Warte. Leute, macht das ganz einfach. Macht euch einen Screenshot davon. Das ist die Petitionsnummer. Die ist wichtig dabei. Aber wenn ihr das ganz einfach haben wollt, dann macht es ganz einfach so. Quatsch bei Google rein. Abschiebeverfahren in Deutschland, Jesiden, Petition, Bundestag. Diese Schlagwörter, gebt ihr einfach ein, dann kommt ihr automatisch auf die Seite. Aber diese Nummer, das ist das Wichtige. Da müsst ihr ran. Diese Zeit läuft ab. 3 Tage nur noch. Die Leute, die jetzt schon abgeschoben werden, denen kann man schon nicht mehr helfen. Das ist das Schlimme dabei. Alter, die kommen gleich in diesen Ländern an und dann haben sie ein Problem. Das ist der Wahnsinn. Die können keinen neuen Asylantrag auf Grundlage dessen stellen. Wahnsinn, ey. Das ist das Schlimme dabei. Von daher, das fand ich so wichtig. Wenn du die Petition ansprichst, ist es wichtig zu wissen, die Zeit läuft. Und sie läuft unaufhaltsam. Wie gesagt, 32.000 Jesiden sind abzuschieben. Das ist Beschluss. Und die einzige Partei, die sich dagegen stellt, ist die AfD. Aber die AfD wird wieder mal nicht berücksichtigt. Die Anträge der AfD gehen auch in dieser Richtung nicht durch. Und das ist das Schlimme dabei. Da seht ihr unsere Demokratie, wie sie da so funktioniert. Übrigens, um euch das mal zu erklären, wer das ins Rollen gebracht hat, dass da die Jesiden abgeschoben werden sollen. Das waren wer hat das ins Rollen gebracht? Das waren die Grünen. Die Grünen! Das waren die Grünen. Das sind wirklich Heuchler. Oh Mann. Die Grünen sind aber das Leute, geht nicht wirklich. Das Leute, nicht ich flehe euch, ich flehe euch von ganzem Herzen. Wir versuchen einfach das Beste jetzt draus zu machen. Wir gehen jetzt alle auf diese Petition, ja, und wirklich für die Jesiden einfach eine Unterschrift, Leute, und dann schicken wir das ab. Die, die ja schon abgeschoben wurden, sind. Soll ich mal was Schlimmes sagen? Soll ich mal das Schlimmste sagen an der ganzen Sache? Flex, das Allerschlimmste. Ja. Weißt du, wie viele an der Petition bis dato mitgemacht haben? Ich bin einer von denen. Weißt du, wie viele ich auch gerade. Ich habe jetzt 3 Minuten gebraucht, das auszufüllen, einen Account anzulegen auf der Seite Deutscher Bundestag. Hast du gesehen, ich bin, wie viele mitgemacht haben bis jetzt? Nee, ich habe es jetzt. Hier steht, sie haben erfolgreich die Petition Bleiberecht für Ausländerabschiede, Stopp von Jesiden in den Irak sowie Einsatz für deren Schutz und Integration in Deutschland mitgezeichnet. Vielen Dank für Ihre Mitzeichnung. Mitzeichnerzahl und Mitzeichnerliste werden in Kürze aktualisiert, aber ich sehe leider nicht, wie viele. Ja, weil du schon weiter bist. Das sind über 1000. Warte. Nein, hier ist es. Okay, Wahnsinn. Was haben wir hier? Ich glaube 1000. 1.747, 17.476.000 Mitzeichner. Oh, ja, geil. Als ich mitgemacht habe, waren es mal gerade über 1000. Nee, das hier steht also, das ist doch die oberste Zahl, 15.12. Mitzeichnungen, ja, 17.476.107. Ja, aber sehr Alter, schön. Das ist ja mehr als genug. Ja, aber pass auf, eine Petition, die musst du auch richtig verstehen. Diese, und das ist wichtig zu wissen, deswegen ist es umso wichtiger, dass ganz viele mitmachen. Diese Petition, die geht jetzt in einen Ausschuss, bekommt ein Ausschussverfahren. Und wenn dieser Ausschuss dieses Ausschussverfahren ablehnt, dann ist diese Petition für den Arsch. Ja. Oh mein Gott. Deswegen muss das unbedingt, das muss nach außen dringen. Das, nur eins, nur die Öffentlich-Rechtlichen, das vierte Staatsorgan, kann dafür sorgen, dass diese Petition dann auch in den Ausschuss geht und da wirklich auch bearbeitet wird. Das ist unser politisches System, ist gerade was das angeht, völlig bescheuert. Bürgerbegehren und sowas, das ist genau der gleiche Rotz. Wenn man da zum Beispiel, wir haben als AfD auch schon einige Bürgerbegehren gestellt und diese müssen aber in den Ausschuss und die werden einfach knallhart abgelehnt. Und ich konnte nicht rauslesen, wer diese Petition da ins Laufen gebracht hat, weil das ist auch wichtig. Kommt diese Petition von der AfD, nur von der AfD, weiß man jetzt schon, dass sie nicht in den Ausschuss gehen wird.
Oh mein Gott, okay. Ich will mal ganz kurz festhalten. Ich kenne das von anderen Petitionen. Ey, das ist, aber ich bin ganz ehrlich, das ist nicht fair. Ich meine, dass die sind natürlich bedroht, nicht, Bruder, und sie da ankommen. Natürlich nicht, Bruder, die sind bedroht. Das ist wirklich eine Unverschämtheit, wirklich eine sehr, sehr große Unverschämtheit an den Jesiden. Ich habe mich da vorhin ein bisschen reingelesen. Es gab auch das Versprechen an die Jesiden, dass die hier sicher sind und dass die nicht abgeschoben werden. Das war ein Versprechen der Bundesregierung und das Versprechen bricht man hier gerade. Also wirklich mit allem, was man hat. Und es ist ein leichtes. Guck mal, wir haben so viele Millionen Menschen in das Land geholt 2015. Ganz kurz, ja? Bruder, ich bin an die ganzen Leute, die noch hier drinne sind. Leute, ich küsse doch eure Herzen. An die ganzen Aramäer, unsere ganzen Brüder und Geschwister, unsere jesidischen Brüder und Geschwister. Leute, ich mache den Roy nochmal groß. Wir unterschreiben jetzt für die Jesiden, dass sie nicht abgeschoben werden. Wir tun unser Bestes. Roy, mach mal bitte wieder groß. Und dann mach mal Chat aus, Marusch, Bruderherz. Also ich weiß jetzt nicht, was bei euch angezeigt wird. Man sagt so 11.000. Bei mir werden hier angezeigt, also gerade was ich vorgelesen habe, das waren um die 17 Millionen. Ich glaube aber nicht, dass... Ja, du musst da aufpassen. Es können sein, dass 17 Millionen angeklickt haben, aber nur 11.000 mitgemacht haben. Okay. Wo sehe ich das denn jetzt nochmal? Jetzt habe ich das weggemacht. Das Ding dabei ist ja auch, ein Bürgerbegehr braucht eine gewisse Stimmzahl. Ich glaube, das waren 250.000. Wenn man 250.000 nicht erreicht, dann geht es so oder so, auch wenn es dann im Nachgang abgelehnt werden sollte. Und dann geht dieser Bürgerbegehr, wenn er unter 250.000 Mitteilnehmern liegt, gar nicht erst in den Ausschuss. Warte mal, dann habe ich da gerade was falsch gelesen. Ich verstehe die Welt nicht mehr ganz. Die sollen mal bitte gucken, von den Menschen, die abgeschoben werden, wie viele von denen kriminell sind. Auf jeden Fall keine Jesiden. Es gibt Statistiken dazu. Es gibt Statistiken, wie gut sich die Jesiden, weil die Jesiden sind ja nicht erst seit 2-3 Jahren hier. Bruder, Roy, Jesiden sind so friedlich. Bruder, das kannst du mit den anderen gar nicht vergleichen. Ja, nein, nicht nur friedlich. Flex, Alter, das ist eine Stütze. Das sind mittlerweile Fachkräfte. Diese Leute geben Arbeit. Diese Leute haben sich sowas von toll integriert. Und das ist dieser eigentliche Irrsinn. Man muss sich das vorstellen. Die Jesiden, weil sie alles richtig gemacht haben, weil sie an der Grenze nicht ihren Pass weggeschmissen haben, werden jetzt bestraft. Die Leute, die ihren Pass weggeschmissen haben, schwere Straftaten begehen, die dürfen bleiben. Ganz kurz, ich muss das echt revidieren, ne? Das war eine andere Zahl, das war meine ID. Das sind tatsächlich 1176, die online mitgezeichnet haben. Also Leute, ich bin Nummer 1024 gewesen. Das ist ja eine Frechheit. Weißt du, was ich gelesen habe hier? Also das ist auch irreführend, ne? Wenn du das mitgezeichnet hast, ne? Da steht dann Mitzeichnungen und dann steht diese Zahl da drunter und dann 16.12. Ja. Gerade bei mir war es 15.12. Das heißt, ich sehe jetzt hier... Ich habe mich eben gerade, als du das gesagt hast, ganz ehrlich, ich hatte volle Hoffnung. Ich habe echt gedacht, Alter, dass ganz viele Deutsche aufgewacht sind. Aber als ich das mitgemacht habe, bei mir ist das ungefähr 3-4 Wochen her. Oder wie viel brauchst du, wie viele Mitzeichnungen brauchst du, damit es angehört wird? Soll ich das ganz ehrlich sagen? Ja. 250.000. Und es sind 3 Tagen vorbei. Ja. Das ist eine Frechheit. Das ist eine große Frechheit. Nein, das ist keine Frechheit, das ist eine Ungerechtigkeit. Weil das Schlimme an der Sache ist, dadurch, dass die AfD als einzige Partei darauf aufmerksam macht und es von der AfD danach genutzt wird und Ich verstehe das nicht. Das Volk ist doch bedroht. Warum schieben die denn nochmal ab? Weil die mit dem Irak ein Abkommen getroffen haben. Richtig. Und der Irak als sicher zählt. Genau. Da geht es nicht darum, dass man dann eine einzelne Ethnie, weil da geht es um die Ethnie selbst, eine einzelne Ethnie in dem Land dann als verfolgt sieht, sondern man beurteilt das Land. Und das Land, das ist da sicher.
So, in deren Augen. Da geht es nicht darum, dass diese da ein Problem haben. Weißt du, wohin die abgeschoben werden, die Jesiden? Und das ist kein Spaßflex. Die kommen da nicht irgendwo in das, ich sag mal, System einfach so rein. Die gehen in Zelte. Die verstecken sich da. Die sind dann nicht, die sind dann nicht gesehen. Die sind immer noch verfolgt. Und das geht mal gar nicht, Alter. Das, was da passiert mit den Jesiden, das ist das ein, ich meines Erachtens nach, ein Verbrechen an der Menschheit selbst. Das ist ein richtiges Verbrechen. Das ist nur die Frage der Zeit. Marusch, du kannst dich auch wieder anmachen, gell? Es dient nur einer Sache, Flex. Auch, dass die Grünen das nach vorne geprescht haben. Es dient nämlich der Sache, dass man jetzt sagen kann, aber guck doch mal, wir schieben doch ab. Ey, das ist echt unfair. Das ist echt unfair, Mann. Alter. Und du musst dir das vorstellen, pass mal auf. Du musst mal eine einzelne Familie sehen. In einer einzelnen Familie sieht es so aus, dass zum Beispiel Mutter, Vater, Kind da als Familie, als Jesiden zu sehen sind. Und nun ist der Vater aber gerade nicht in Arbeit. Aber die Mutter. Ja. So, Mutter und Kind können bleiben. Vater, tschüss. Um das mal so auszudrücken. Aber so wie Ivi das gerade sagt, die schieben die falschen Leute ab. Die schieben die falschen Leute ab. Ja, nicht nur die falschen Leute, das ist noch viel schlimmer. In der Kölner Domplatte waren, warum schieben die nicht genau diese Leute ab? Die genau das gleiche... Weil sie nicht wissen, wohin. Pass auf, das ist unsere Politik. Das ist so ein Irrsinn. Deswegen sagt die AfD ja auch, dass wir eine kontrollierte Zuwanderung da wieder haben wollen. Wir hatten mal irgendwann eine Regelung, das nannte sich Schengen-Abkommen, Dublin-Abkommen. Das Schengen-Abkommen, das müsst ihr euch so vorstellen. Seht es so wie ein Haus, ein Mehrfamilienhaus. Die Außengrenzen ist die Eingangstür unten. Das ist die Schengen-Grenze. Die Eingangstüren im Haus, das ist Dublin. Das sind die eigentlichen Türen. Man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass man dann sagt, unten die Haustür bleibt verschlossen, völlig normal, so dass man nicht irgendwelche Leute reinlassen kann. Aber innerhalb des Hauses sind alle Türen offen, du kannst dich frei bewegen. Das ist Schengen-Dublin, so kann man sich das vorstellen. Und nun ist eine innerhalb des Hauses nach unten gegangen und hat unkontrolliert die Haustür aufgemacht und irgendwelche Leute reingelassen, die er nicht kannte. Und die bewegen sich jetzt frei in Dublin, sprich im Inneren des Hauses. So kann man sich das ungefähr vorstellen. So funktioniert das. Und das, was jetzt da passiert, ist, die Leute, die da nicht abgeschoben werden können, die sind unkontrolliert durch die untere Haustür gekommen, aber man kann nicht sagen im Haus, wer das ist, weil sie ihren Ausweis weggeschmissen haben. Wenn du nicht weißt, woher die Leute kommen, dann kannst du nicht sagen, wohin sie sollen. Ja. Und das Wahnsinn. Das ist dieses komische Prinzip dabei. Wir hatten auch vor einer ganzen Weile war unser Kanzler Scholz, da wurde der richtig vorgeführt. Ich müsste jetzt wirklich überlegen, wo das war, ob das im Kongo war, irgendein afrikanisches Land. Ich müsste jetzt echt lügen. Da ist er hin und hat gesagt, passt auf, nehmt ihr eure Leute zurück. Daraufhin hat der Staatspräsident da zu Scholz gesagt, weißt du was, wir nehmen die zurück, wenn du uns nachweisen kannst, dass das unsere Staatsmänner sind. Und merk dir jetzt was, wenn du also nicht weißt, ob sie das wirklich sind, weil sie ihren Ausweis weggeschmissen haben. Weil du zum Beispiel, Flex, mal, ich nehme dich jetzt als Paradebeispiel, nicht irgendwie diskriminierend oder so, sondern wenn du jetzt zum Beispiel außerhalb des Dublin-Abkommens kommst und an der Grenze deinen Pass wegschmeißt, dann kommst du einfach rein und sagst, pass auf, ich bin ein 17-jähriger Syrer. Ja, du kommst dann quasi mit einer falschen Identität. Genau, und das wird
das ist halt das große Problem. Und wir haben dann auch ganz viele Asylanträge und dann haben jetzt, und das ist das Schlimme dabei, jetzt haben wir das Problem, dass die Jesiden, die haben alles richtig gemacht. Wir wissen, woher sie kommen. Sie haben ihren Pass gezeigt. Sie sind hergekommen. Nun wurde das Land als wieder sicher eingestuft. Dieser Verfolgungsstatus wurde ihnen aberkannt in dem Sinne. Und nun haben sie das Problem, dass dann das Asyl, das Bleiberecht somit ausgelaufen ist. Die Grünen haben das in Vormarsch gebracht. Und jetzt passiert das, was eigentlich passieren müsste, wenn es dann an dem ist. Sie werden abgeschoben. Und wie gesagt, 32.000 Jesiden sind beschlussfähig. Also sprich, da ist das Asylverfahren durch. Wie viel Jesiden haben wir denn jetzt in Deutschland? Da müsste ich jetzt lügen, kann ich dir nicht genau sagen. Ich glaube 150.000 rum. 150.000 Ja, Flex, Bruder Herz, ich wollte euch nicht unterbrechen, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, was ihr da gerade macht. Ich muss aber raus und ich wünsche jedem Gottes Segen hier. Bitte unterschreibt das alle, teilt das auch mit Freunden und Familie. Ich mache das jetzt auch gleich. Ich werde eine E-Mail rumschicken an meine Leute. Also ist wirklich wichtig, weißt du, wir haben nur noch 3 Tage Zeit, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber ich glaube, da zählt dann wirklich jede Stimme und macht Alarm bei euren Leuten bitte und haut das raus, unterschreibt das. Das kostet euch 3 Minuten eurer Zeit. Das ist nix. Wir verbringen viel mehr Zeit, ja, viel, viel mehr Blödsinn jeden Tag. Nehmt euch diese 3 Minuten vielleicht und was heißt vielleicht, nehmt sie euch auf jeden Fall. Ja, Gottes Segen. Also Leute, die ich gerade. Ich muss aber eins nochmal sagen. Ich bin mir bei der Zahl 250.000 nicht zu 100% sicher. Nein, da müsste man vielleicht einfach mal googeln, wie viele Personen sind für ein Bürgerbegehr notwendig. Wenn man dann die genaue Zahl hat, weil ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob es 150.000, 250.000 sind. Auf jeden Fall ist es im 100.000er-Bereich. Das zu 100%. Ja, ja. Aber Fakt, also Leute, Fakt ist 1-3 Tage kurz, ist keine Zeit. Leute, 3 Tage ist keine Zeit. Ja, wirklich, da tut mir das Herz wirklich weh. Ja, aber wir unterstützen das jesidische Volk. Wir machen das jetzt wirklich so. Roy postet das nochmal. Okay, Roy zeigt das jetzt nochmal und wir gehen in diese Petition rein und unterschreiben das. Roy, ich mach dich bitte nochmal groß, damit die jetzt gerade reingekommen sind, damit die das sehen. Wir unterstützen das jesidische Volk. Deswegen, Leute, bitte nochmal die Petition hier, dass alle das nochmal sehen. Bitte, Leute, einfach in Deutscher Bundestag reingehen, Petition und bitte unterschreiben, Leute. Ist ganz wichtig. Wir wollen die Jesiden unterstützen. Bitte alle teilen auf euren ganzen Social Medias, ob Instagram, TikTok, überall verteilen, überall veröffentlichen, damit das so viel wie möglich sehen. Ist ganz wichtig. Oh, mein Fuß. Also ich hab's versucht hochzuladen, bei mir wurde es sofort gesperrt. Echt jetzt? Ja. Was? Aus welchen Gründen auch nicht gesperrt, sondern du kriegst doch immer diese Benachrichtigung, wie das Video anläuft. Und wenn ein Video nicht zulässig ist, dann steht oben drüber in Rot für den Feed nicht geeignet. Somit wird es nicht angezeigt. Und das Problem habe ich gehabt. Und mir wurde da gesagt, nicht originaler Inhalt und irgendeine QR-Quelle nicht eingehalten. Wahnsinn, okay. Und ich glaube, das liegt an dem Bundestagsadler da oben. Ich glaube, das liegt an dem Adler, ja. Oder Deutscher Bundestag, das mag auch sein, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Fakt ist eins, ich habe das 3 Tage oben gehabt und ich habe, glaube ich, 12 Ansichten darauf gehabt. Das war's. Dann macht's trotzdem auf Instagram, erzählt euren Familien davon, versucht das trotzdem so weit zu verbreiten, wie es nur möglich ist, egal auf welchen. Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Dass ihr davon nichts wisst. Wisst ihr, wieso? Vor, ich glaube, 4, 5, 6 Wochen haben die Jesiden, ich glaube, 1 Woche, 2 Wochen vor dem Bundestag gesessen, sind in den Hungerstreik gegangen. Nein. Und kein Medium hat darüber berichtet.
Das stand nirgendwo. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich... Also, ey, Leute, ganz kurz, du kannst den Chat wieder anmachen, Marouche. Das ist der Wahnsinn. Weil ich muss das geht mal bei, es gibt einen AfD-Politiker bei der AfD, also sprich, der heißt Martin Richert. Und der ist mit einer Jesidin verheiratet. Und das ist der einzige Politiker gewesen, der, oder sprich nur die AfD, sprich, ist dann zu den Jesiden hingegangen und hat mit denen überhaupt gesprochen. Alle anderen Parteien haben das völligst ignoriert. Das vierte Staatsorgan hat es völlig ignoriert. Das war den Leuten einfach schlichtweg scheißegal. Sorry für die Korrektur, aber Martin Sichert, du hast aus Versehen Richard gesagt. Sichert. Sichert? Hab ich nicht Sichert gesagt? Du hast aus Versehen Richard gesagt. Nee. Leute, schaffen wir diese Unterschriften zu sammeln, Leute? Schaffen wir das? Ich hoffe, wir schaffen das. Leute, deswegen einfach bitte alle in diese Petition reingehen und auch wirklich für unsere jesidischen Brüder und hey, aber ich finde das voll krass. Ich habe nichts davon mitbekommen. Gar nichts. Wir haben das auch nur... Und die saßen da nicht nur einen Tag. Und das Wetter war nicht unbedingt das Beste. Und es hat keinen interessiert. Es wurden sogar Lives gemacht daraus. Die Leute haben da, auch auf TikTok wurde das gezeigt. Aber da wurden keine Palästina-Fahnen geschwungen. Keine Ahnung. Vielleicht hätte man das machen müssen, damit sie da Aufmerksamkeit bekommen. Ich weiß es nicht. Fakt ist eins, sie haben da wirklich schon früh morgens Lives draus gestartet. Kein Medienbericht hat stattgefunden. Ich habe nichts mitbekommen. Es stand noch nicht mal in so einem Schmierblatt wie der Bild oder sowas. Nichts an Berichterstattung kam. Nichts, was auf jeden Fall irgendeine Relevanz gehabt hätte. Gar nichts. Die haben da im Kreis getanzt, haben wirklich in aller Form versucht, friedlich auf sich aufmerksam zu machen. Wie gesagt, die sind in den Hungerstreik gegangen. Überlegt euch das mal. In Deutschland gehen welche in den Hungerstreik. In Deutschland. Roy, danke für deine lieben Worte wirklich. Und dass du. Ja, Roy, auf jeden Fall wirklich sehr schön, dass du uns das gesagt hast. Na, ich kenne Martin Sichert, seine Frau, mit der bin ich hier auf TikTok auch befreundet. Und die hat, und das muss ich dazu sagen, ich habe zwar von dem Hungerstreik mitbekommen und habe auch einzelne Interviews gesehen, auch gerade weil ich ja da dann für die AfD tätig bin, aber niemand, und ich glaube gerade, weil die AfD die einzige Partei war, die darauf aufmerksam gemacht hat, weil es ist ja dann auch an dem, hätte jetzt die Medienlandschaft darüber berichtet, ist es ja so, man sagt im Volksmund, die AfD will alle Ausländer abschieben. Das ist ja totaler Quatsch, totaler Blödsinn. Und nun wäre da die AfD ist da nun hingegangen, hat da dafür gesprochen, hat Martin Sichert, hat auch vor dem Bundestag darüber gesprochen. Das war noch nicht mal öffentlich. Das muss man sich mal vorstellen. Und wenn man jetzt dann aber durch die Medien gegangen wäre und gesagt hätte, die AfD setzt sich für das Volk der Jesiden ein. Was glaubt ihr, was das in der Außenwirkung bedeutet hätte? Dann hätten auf einmal ganz viele gemerkt, hä? Da stimmt doch was nicht. Ja. Die AfD will alle Ausländer abschieben, aber setzt sich für Ausländer ein? Das kann doch gar nicht sein. Nein, es ist nämlich genau an dem, dass wir wieder eine vernünftige Asylpolitik haben möchten. Wir möchten wieder, dass da Leute, die Schutz brauchen, auch Schutz bekommen. Die Leute, die hier nur Scheiße bauen, die möchten wir abgeschoben haben. Was mich trotzdem an der ganzen Geschichte stört, ist einfach nur, die schieben die falschen Leute ab. Die müssen die richtigen Leute rausschmeißen, die hier für Unruhe sorgen und nicht. Aber das sind doch unsere Fachkräfte, Fleck. Ja, aber nicht Esiden, die ruhig sind und sich normal verhalten hier. Also du guck dich mal um. Es gibt dazu Statistiken. Du kannst dich mal gerne im Netz schlau machen. Schau mal nach, wie gut haben sich Jesiden in Deutschland integriert. Als Schlagwort. Guck dir bei Google und lies dir mal ein paar Artikel durch. Du wirst dich erschrecken. Wie kommt man zu der Petition? Ganz echt, nochmal, Roy, ich mach dich hier groß. Richtig gut gebildet. Ja, Roy, ich mach dich bitte nochmal groß. Zeig mal bitte die Petition für die Jesiden. Für unsere Brüder und die Geschwister, bitte. Noch einmal, das wäre nicht schlecht. Das müssen die Leute sehen.
Aber die eine Sache ist, die haben das Genozid anerkannt. Die haben den letzten Genozid, die haben es doch anerkannt. Die haben ein Genozid anerkannt und dann schieben die jetzt die Siedlung. Aber jetzt ist es so, dass man sie als sicher sieht. Das, Freunde, was ich euch noch sagen will, der letzte Genozid 2014, die ganzen Bilder, die ihr gesehen habt, was der Islamische Staat gemacht hat, was der IS gemacht hat, das war schon das 74. Mal. Es ist nur wieder die Frage der Zeit. Gott bewahre, Gott bewahre. Gott, Gott bewahre. Das ist, guck mal, die Zahl 74, wie hoch. Glaub mir, Bruderherz, Gott wird sie zertreten, diese Mörder, vertrau mir. Gott und, wird sie und zertreten. Und Flex, übrigens, nach deinem letzten Live, wo ich bei dir zu Besuch war, ne, habe ich mich damit mal richtig auseinandergesetzt. Und ja. Warte, ich zeig dir das mal. Gerne. Oh, ups, jetzt nochmal. Matthäus 7, Vers 15, hütet euch vor den falschen Propheten. Ach so, ja, das kenne ich ja schon. Kommen zu euch wie harmlose Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. Ja. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? Marusch, kannst du nur den Chat kurz ausmachen? Ein guter Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter Baum, aber schlechte. Richtig. Und Leute, also ganz ehrlich, ich habe so als allererstes Flex habe ich gedacht, wir haben da einen Propheten, der gar nicht mehr Prophet sein darf, obwohl er sich auf das Evangelium und ich kläre mal ganz kurz auf, in den Galater-Vers, ja, sagt wirklich der Herr, du kannst den Chat wieder anmachen, Marusch, Bruder, in den Galater-Vers, Galater 1, Vers 8, sagt dieser Vers ganz genau, passt auf, wenn ein Engel kommt und euch ein anderes Evangelium verkündet, so sei er verflucht. Warum? Denn Gottes Evangelium wurde doch schon vollbracht. Es ist ja schon fertig. Also warum soll der Herr wieder ein anderes Evangelium bringen, wenn sein Evangelium ja schon vollständig ist? Und deswegen vor allem Flex, dadurch ist der ganze Islam ist eigentlich damit als null und nichtig anzusehen. Richtig. Und deswegen, wenn der Herr ja uns schon warnt und das Evangelium zuerst da ist, warum soll ich dann eine andere Religion beitreten, ja, wenn aber unser Gott ja uns schon vor solchen Menschen gewarnt hat? Sie kommen zu euch wie Schafe, aber sind reißende Wölfe. Und deswegen sage ich euch, Leute, wirklich, wir müssen wahrhaftig bleiben. Wir sind einfach im Hack, ganz einfach. Weißt du, wem ich die Schuld an der Sache gebe? Ich gebe die noch nicht mal Mohammed. Ich gebe der Schuld Hamza. Die Schuld Hamza. Sein Wer Onkel. Ist das? Das ist Mohammeds Onkel gewesen. Mhm. Und Hamza, der war zu der damaligen Zeit wohl ein angesehener Krieger, Jäger, was ich auch immer. Auf jeden Fall jemanden, vor dem man Respekt hatte. Okay. Und es war ja so, da waren ja sehr viele... Kein Wunder, dass da die Kreuzzüge kamen. Ja, aber die kamen ja erst eine ganze Zeit später. Ich weiß. Aber wenn man sich das so überlegt, Mohammed wurde ja, als er vom Berg mal runtermarschiert ist und er da seinen ersten Anhängern, seinem besten Freund, hier, wie hieß er nochmal? Ach, Mensch. Wie hieß sein bester Freund, Mensch? Bin ich jetzt doof? Hamza, sein Onkel. Du meinst Ibn, nee, wie heißt du nochmal? Omar? Nee, nicht Omar. Wenn ich den Namen höre, weiß ich es gleich wieder. Oh, keine Ahnung. Ist auch scheißegal. Sein bester Kumpel auf jeden Fall. Der hat ja angefangen, den ganzen Scheiß da durch die Gegend zu tragen. Jibril. Nee, der war es auch nicht. Meinst du Abu Bakr? Abu Bakr, genau. Abu Bakr. Genau. Ja. Und der hat ja angefangen, den ganzen Mist da herumzutragen. Und die sind ja dann
zum Schwarzen Stein gerannt und in dem Schwarzen Stein waren ja ganz viele Götzenbilder. Und da wollten wir ja rein und daran. Und der Priester dieses Schwarzen Steines hat das ja nicht zugelassen. Und Abu Bakr ist dann aber im Geschlossenen mit seinen komischen paar Hansels da zu dem Schwarzen Stein hin. Und Mohammed hätte da eigentlich schon einen Arsch voll gekriegt. Da wäre das Ding eigentlich schon erledigt gewesen. Und was macht Hamza? Hamza kommt an, kommt da reingeritten in die Menge und sagt, passt mal ob hier, bevor ihr irgendwas ihr mit ihm macht, müsst ihr erstmal was mit mir machen, weil das ist ja mein Neffe. Ja. Und vor Hamza hatten sie Respekt. Und nur aus dem Grunde konnte Mohammed mit dem ganzen Mist weitermarschieren. An dem Tage hätte das alles schon erledigt sein können. Absolut. Danke, Hamza. Wahnsinn. Hey, aber Leute, ich erzähle euch eine Geschichte. Verrückt, du kannst gleich reden. Ja, da gibt es eine Überlieferungskette. Ich habe das ja heute schon am Anfang gesagt, aber ich sage das nochmal. Da gibt es eine Überlieferungskette. Das ist ein wichtiger Mann. Hey, Leute, ich küsse eure Herzen. Die wissen, was ich meine, die wissen, wen ich meine. Ich will nur seinen Namen nicht nennen. Aber ich bin fest davon überzeugt, ihr wisst, über wen ich gerade rede. Okay? Das ist damals ein wichtiger Mann angeblich gewesen, ja? Ein wichtiger Mann. Okay? Und dieser Mann wirklich hatte 12 so Kriegsherren, die auch mit ihm zusammen waren. Okay? So. Und ihr müsst euch vorstellen, ja, das ist so, der geht Richtung Kamel und so, ja, genau. Nochmal. Auf jeden Fall, dieser Mann geht in so ein Haus, okay, und da ist jemand, der hat eine verheiratete Frau und er sagt dann zu diesem Mann, ist mein Mikrofon aus? Nee, oder? Hört ihr mich? Nein, man hört dich. Wir hören gespannt zu, du brauchst nur wieder so lange. Okay, ja, ich muss die Geschichte ein bisschen verlängern. Ne? Dann müsst ihr euch mal vorstellen, dieser Mann erzählt dann seine Geschichte und sagt dann, hey, meine Frau vergreift sich an jedem Mann. Und dann sagt diese wichtige Person aber, ja, dann verlass sie doch. Ja, und er so, ja, aber er kann nicht, er liebt sie und es geht nicht, er kann einfach nicht. Und dann sagte der Prophet, ja, was kann ich denn für dich tun? Ja, weißt du was, denn übernehme ich dann für dich. Ja, bitteschön. Das ist wie eine offene Ehe. Diese wichtige Person kommt in einem fremden Haus, wo dieser Mann mit dieser Frau verheiratet ist und am Ende vergreift er sich aber an diese Frau. Leute, alter Mann, alter Flex, das ist doch völlig normal. Chance gesehen, Chancen genutzt, völlig normal. Wer wird's nicht tun, Alter? Der Bruder Luca schreibt Momosaurus. Ja, wer ist denn dieser Momosaurus? Von wem sprechen wir denn hier gerade? Von wem sprechen wir gerade? Ey, Wahnsinn. Momosaurus. Aber Flex, ich wollte gar nicht so lange bleiben, wie gesagt. Ich wollte wirklich nur kurz hoch. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich versuche das mal noch weiter zu erklären. Hier ein findiger Moderator von dir oder Moderatorin, müsste ich jetzt lügen, die hat sich die Nummer auch gemerkt, die hat das richtig gemacht. Okay. Weiß noch ab und zu auch in anderen Lives die nächsten 3 Tage auf diese Petition hin. Das ist der Hammer wichtig. Und ansonsten wünsche ich euch aber weiter noch viel Spaß. Ich bin raus, ich bin pinkelmüde. Ja, ansonsten Friede sei mit euch. Ich wünsche euch was. Ne? Und ja, kurz Nächtle. Ja, auf jeden Gottes Fall, Roy, wir danken dir dafür, dass du das gezeigt hast. Ich werde das posten. Bero oder Marusch, die schicken mir das. Ich poste das hier rein und alle unterschreiben dann für die Petition und dann passt es. Ne? Roy hat wirklich gute Arbeit geleistet, ne, uns das zu zeigen. Komischerweise, ich wusste nichts davon, Leute. Ja, das ist, ich auch nicht. Wirklich traurig. Es nervt mich ein bisschen. Ne? So, jetzt gucken wir mal, wer jetzt hochkommt. Dann nehmen wir mal jemand kurz hoch und dann schauen wir mal. Und dann lassen wir den Bruder verrückt reden. Der Bruder will auch noch was sagen. Hallo. Gitano, was können wir denn für dich tun? Also, hörst du mich?
Ich höre dich. Was gibt's denn? Würdest du an einem Tag halt, wenn du Zeit hast oder wenn du Bock hast, auch mal über die Romas reden? Über die Romas? Ja, ich bin einer. Und du meinst ich habe Rassismus erlebt über alles. Und ich würde gerne darüber reden. Über was möchtest du reden? Über Diskriminierung, über die ich gelebt habe, nur weil ich Roma bin. Okay. Roma, sagt mir was tatsächlich. Ja. Okay. Sag nicht, dass du nicht weißt, was das ist. Doch, ich weiß, was das ist. Doch, Roma. Das ist auch ein unterdrücktes Volk, wenn ich mich ganz gut erinnere, genau. Mehr oder weniger unterdrückt, also nicht unterdrückt, das ist ein bisschen übertrieben gesagt, halt, wie sagt man, es ist wie die schwarze Leute in Amerika, halt, die haben wegen Hautfarbe und so mehr, bisschen weniger Recht. Ja, ihr werdet diskriminiert. Genau, diskriminiert. Weiß. Das ist das ich Wort. Weiß. Also, ich bin Roma und so, aber ich mag es auch nicht, so mich als Opfer darzustellen. Ich bin unterdrückt, das stimmt nicht. Wir sind diskriminiert und so, aber nicht unterdrückt. Wir müssen auch die Wahrheit sagen. Okay. Ja, gerne. Wir können das Thema gerne die Tage aufmachen, wenn du möchtest. Ich tue hier sehr viel über religiöse Themen. Also ich habe hier generell religiöse Themen. Ich spreche über den Herrn Jesus Christus und will das Evangelium verkünden. Und gleichzeitig rede ich auch über den Islam. Und ich kritisiere halt den Islam. Ja, klar, die Leute, die... Nicht jedem wird's gefallen, ja, bin ich ganz ehrlich. Aber dafür unterstütze ich auch meine jesidischen Brüder und Geschwister. Ja, alle, die jesiden sind hier, unterstütze ich. Und genau. Aber wenn du möchtest, gerne, wir können gerne mal so ein Thema eröffnen die Tage. Ja, über Roma. Ist gar kein Problem und ansonsten bedanke ich mich, dass du da warst. Du kannst mich adden, ich adde dich zurück und dann reden wir einfach mal die Tage auch nochmal über Roma, ne? Okay, vielen Dank und dann meine jesidischen Brüder, ich liebe euch und nicht nur ich, sondern viele von meinem Volk, von die Roma. Kurden und Roma sind generell gut miteinander, vielleicht gibt es mal Ausnahme, wer weiß, aber generell wir sind gut miteinander. Soweit ich. Auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, danke. Und Gott segne euch in Jesus Namen. Danke dich auch. Dich auch, Gitano. Ich küsse dein Herz, Bruder. Dankeschön. Ja. NA 414, ich küsse dein Herz, Bruder. Also Gitano, dankeschön, dass du da warst. Ne? Danke. Ne? Küsse dein Herz. Wow, wir haben ja immer noch so viele Jesiden, die dabei sind. Natürlich. Momo Jesid. Ich glaube, man hört dich, Bruder. Hallo. Ja, hallo. Momo, du kannst gleich reden. Ja, okay. Du kannst gleich reden. Kleinen Moment, Jeremy. Weil Esidi, ich küsse dein Herz, Bruder. Königsberg, ich küsse dein Herz. Verrückter, Bruderherz, bist du noch da? Verrückter, hallo? Bist du noch da, Bruderherz? Verrückter, steh auf. Er ist eingeschlafen. Er ist eingeschlafen. Der Bruder ist eingeschlafen, glaube ich. Bruder, ich wollte mich verabschieden, weil ich muss dann morgen früh aufstehen. Okay. Ich wünsche einen Gottes Segen. Gottes Segen. Das hat auf jeden Fall wirklich sehr, sehr Spaß gemacht. Und auf jeden Fall möge der Jesus Christus euch allen segnen und auch die Jesiden auf jeden Fall. Und der Jesus Christus, er ist der lebendige Gott. Und der Jesus Christus sagte, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht euch frei. Amen. Richtig. Amen. Habt einen schönen Abend. Gott segne. Ja. Gute Nacht. Ich bin da vorderster Front, Bruder. Keine Sorge, ich bin da, Bruder. Okay, ich bin schon fast davon ausgegangen, du bist eingeschlafen. Nein, Gottes Segen, Jeremy, und danke, dass du da warst. Ich krieg voll Glücksgefühle, wenn ich hier bin. Oh, verrückter, das ist das sehr erste schön. Mal, dass du hier bist, ne? Erstmal, ja, die Flagge hat schon mal. Ich dachte erstmal ja wirklich wegen unser Bruder, der hat Maschallah so einen schönen Bart, ne? Ich dachte erstmal, scheiße, jemand wacht sich wieder über meine Religion irgendwie will sich herziehen. Nein, Mann, um Himmels Willen. Wie gesagt, ich unterstütze euch. Diese Liebe hat mich hier reingelassen. Ich danke dir, Bruder. Du hast uns alle eine Stimme gegeben. Du hast das Mädchen eine Stimme gegeben.
Ich küsse eure Herzen, Leute, die alle unterschreiben. Das war eine gute Idee mit der Flagge, ne? Was ich gestern. Ja, weil heute ist jesidisches Fest und das muss sein, die Flagge. Das muss sein. Es ist ein Muss. Es ist ein Muss. Vielen Dank. Vielen Dank. Schau bei Gott. Es ist ein Muss. Hammer, ja. Ehrlich. Mhm. Ich küsse dein Herz, Bruder. Auf jeden Fall. Gerne doch. Gerne doch. Ich habe nicht vergessen, es gibt 74 Genozide, die Leute, die abgeflogen werden. Es ist nur Gott bewahre, Frage der Zeit, dass ihnen irgendwas Schlimmes wieder passiert, wie das Mädchen. Das Mädchen hat eine krasse Story erzählt. Aber Leute, ich will jetzt nicht hier anfangen zu reden. Es gibt noch krassere und noch krassere Storys. Das ist einfach, wenn die anfangen zu reden, aus der Stimme kannst du hören, wie das Leid, dieses Leid, was sie gesehen haben. Ich weiß, Mann. Ja. Aber das Ding ist, wenn wir noch weiter das hören, ich glaube, wenn wir den Stream beenden, dann kommen mir schon die Tränen. Deswegen, ich versuche das jetzt so ein bisschen zu ignorieren. Ich tue so, als wäre jetzt nichts, ist alles okay. Gott hat seine Hand über die Jesiden und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott sie beschützt und schwierig, ne? Schwierig. Aber ich bin fest davon überzeugt, auf jeden Fall. Ja, Gott wird sie beschützen, auf jeden Fall. Der liebe Gott soll alle friedlichen Menschen auf der Welt beschützen, die Frieden in den Herzen haben und die Menschlichkeit in den Herzen haben, egal welche Religion, egal welche Nation, jeder Mensch ist Mensch. Jeder Mensch Richtig. Ist Mensch. Ich kann dazu auch eine ganz kleine Story erzählen. Es gab es hier auch in Deutschland in einem, wo die Jesiden zur Sprachschule gehen, dass sie Deutsch lernen. Die sind da hingegangen, die wurden da richtig wie auch fertig gemacht von anderen Religionen. Und dann wurde ich gerufen, dass ich da irgendwie Khair mache. Ich wusste, ich habe ganze Zeit überlegt, die Lehrerin hat mich gerufen, ich habe überlegt, wie kann ich das machen, wie kann ich das machen, wie kann ich Frieden da reinbringen, wie kann ich Liebe da reinbringen, wie kann ich Menschlichkeit da reinbringen. Ich habe gesagt, Leute, ihr malt jetzt alle eure Hand auf, ihr kriegt alle einen weißen Zettel, ihr malt eure Hand mit einem Bleistift drauf, auf der Rückseite schreibt ihr bitte euren Namen drauf. Alle haben das gemacht, ich habe alle Blätter eingesammelt, ich so, jetzt komm du nach vorne, zeig mir, wo deine Hand ist. Der hat falsch gesagt, der hatte falsch an. Am Ende haben die sich miteinander gelacht, haben gesagt, ah, guck mal, der hat von denen die Hand. Gestern haben die sich noch gestritten. Mit solchen Kleinigkeiten habe ich Rede gemacht. Mensch ist Mensch, Leute, egal welche Religion, egal welche Nation, diese Menschlichkeit. Wenn ich sehe, die Leute, die hier reinkommen mit den Kommentaren, das ist so ekelhaft, dreckig. Ja, und dass ein Mädchen ein Buch schreibt, ein Buch über ihr Leben, was sie gesehen hat, dass sie bedroht wird, dass sie Angst hat. Ich gehe kurz raus, ich komme wieder, weil ich höre gar nichts. Das okay, cool, so, kein Problem. Kann ich auch kurz was sagen, oder? Ja, Momo, natürlich. Der Bruder verrückt wollte nur ein bisschen sein. Du kannst gerne reden, Momo, kein Problem. Am Anfang will ich sagen, Aidao, Hamukapi, Rosbe, die alle hier drinnen sind. Ich küsse euch alle, eure Gesicht, alles, Bruder. Und ich finde das richtig gut, was du gerade machst, weil man soll ein Statement da setzen, dass einfach Religion, Nationalität, Hauptfarbe nichts mit Menschheit zu tun hat. Richtig. Man sollte einfach zusammen leben. Wir bestehen alle aus Blut und Knochen. Keiner ist anders. Und ich finde das einfach richtig krass und ich wollte dir einfach nur danken, weil sowas sieht man nicht oft, weil wir sehen, wurden oft 74 mal Genoziden gehabt. Das ist halt nicht gut, weil wir sind auch halt nach Deutschland gekommen, damit wir hier nicht Angst haben, Krieg und hier. Und die wollen uns richtig halt abziehen und so. Deswegen, Bruderherz, mach dir keine Sorgen. Deswegen habt ihr meine Unterstützung. Ich unterstütze das jesidische Volk, Bruder. Bra, ist dein Herz, Walla, das. Wie lange bist du schon in Deutschland? Das ist einfach krass. Wie lange bist du in Deutschland, Bra? Ich? Ja. Ich bin in Deutschland geboren, Bruder Herz. Okay. Ja. Aber hast du Glück gehabt. Auf jeden Fall. Bruder, das ist normal. Man muss unterstützen, wo es geht. Wir tun unser Bestes. Ne? Und deswegen, Leute, ich sag's nochmal an die ganzen Abonnenten, die hier drinne sind, bitte postet alle nochmal das jesidische Flagge hier rein in den Chats, Leute. Liebe geht raus an die Jesiden, Leute. Nochmal. Ne? Wir lieben euch von ganzem Herzen, Leute. Wir haben die jesidische Flagge, postet sie rein, Leute. Ich küsse doch eure Herzen. Seit heute ganz viele jesidische Fans, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Das war wirklich eine gute Idee mit der Flagge.
So soll es ja auch sein. So soll es ja auch sein. Ich küsse eure Herzen. Wirklich an die ganzen Jesiden. Ich küsse eure Herzen. So. Jetzt. Leute, ich habe noch 7% Akku und ich bin fest davon überzeugt, ihr würdet am liebsten mit mir viel, viel länger live sein. Aber Leute, ja, der gute Flex will vielleicht auch noch ein bisschen was angucken, ein bisschen eine kleine Pause machen. Morgen gehe ich noch ein paar Kleinigkeiten einkaufen. Und dann, wenn wir mittags nochmal live kommen, Leute, ja, so morgen so zwischen 11 Uhr, 12 Uhr mittags, dann lassen wir es richtig explodieren, Leute, dann gehen wir nochmal hardcore auf die Petition, Leute, ja, und die, die es noch nicht gesehen haben, dann unterschreiben alle, ne, für unsere jesidischen Brüder und Geschwister, Leute, ne. Wie gesagt, es werden jetzt gerade sehr viele abgeschoben, das wollen wir nicht, das müssen wir irgendwie verhindern. Und das funktioniert nur, wenn wir was tun, wenn wir unsere jesidischen Brüder und Geschwister unterstützen. Wir müssen morgen Vollgas geben mit dem Unterschreiben. Ne, Leute? Deswegen, ich muss jetzt Kraft tanken für morgen. Ja, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich jetzt eine kleine Pause mache und offline gehe. Ja, ich küsse eure Herzen. Ich küsse die Herzen eurer Mütter. Wirklich von ganzem Herzen, Leute. Ne? Und Momo, Bruderherz, wenn du was sagen möchtest, kannst du noch was sagen. Verrückt, wenn du was sagen möchtest, kannst du was sagen. Marouche, Umbero, wenn ihr noch was sagen wollt, könnt ihr noch was sagen. Und dann, genau, dann machen wir eine kleine Pause. Ich wollte nur sagen, morgen bin ich nicht da, weil ich sehe das erste Mal meinen Vater nach 5 Jahren Streit. Wünsche mir da ein bisschen Glück, dass das gut verläuft. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder, am Sonntag wieder. Morgen okay, Marouche. Da? Okay, Marouche. Ich dachte schon wegen Manchester City, dass du nicht da bist. Nein, nein, ich sehe meinen Vater nach 5 Jahren Streit das erste Mal wieder. Viel Glück, ich drück dir die Daumen. Versuch ganz viel mit Herz und mit viel Frieden in dein Herzen zu gehen. Und ich wünsche dir vielmals. Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Momo, möchtest du noch was sagen, Bruder Herz? Ja, ich finde, ich habe so oft gesagt, aber ich finde das richtig korrekt von dir, weil man sieht das halt nicht so oft und so. Und ich wollte dir einfach nur danken von Herzen, weil wir sind am Ende sowieso alle Menschen, wir kommen sowieso alle unter Erde und keiner kommt woanders hin. Oder man wird halt verbrannt oder in Wasser reingeschmissen, aber die meisten kommen halt alle unter Erde. Und deswegen, es macht halt keinen Sinn, wenn man eine Religion runtermachen will oder irgendeine Religion angreift oder wie so Sachen. Richtig. Jeder Mensch soll leben, Hauptsache er lebt. Weil diese LGBTQ, ich feiere die nicht, aber die sollen machen, was sie wollen. Hauptsache, die lassen mich in Ruhe, dann fertig. Richtig. Das stimmt. Das ist halt auch so bei uns wie Menschen so. Wenn man da gebe ich dir vollkommen recht, Bruder Herz. Ist so, ist so, ist so. Ne? Also gebe ich noch mein letztes Schlusswort. Ich wollte noch was sagen. Guten Tag, Bruder. Schönen Tag. Ja. Ciao. Kein Problem, Momo. Ich küsse dein Herz, Bruder. Bero, jetzt du. Flex, ich wollte auch nur sagen, dass ja dein Live heute wunderschön war, wirklich mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Segen. Und wir haben heute auch sehr viele Worte über den Herrn gelesen. Auch gelernt bezüglich Psalm 91, dass ja Gott uns beschützen kann. Ich kann immer wieder nur sagen, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein, ne? Richtig. Und wie der Junge eben gesagt hat, es gibt eigentlich fast kein Live, was Jesiden unterstützt, ne? Also richtig. Muss ich wirklich sagen, du bist wirklich ein Segen und ja, wir sind dankbar, dass es dich gibt, ne? Auch mal ganz liebe nette Worte. Wenn die anderen Streams die Jesiden vergessen haben, gut, dass du es nochmal erwähnst, Bero. Wenn die anderen Streams die Jesiden vergessen haben, ich, Flex, habe die Jesiden nicht vergessen. 2014 habe ich mir hier gemerkt, warum the love for you guys und deswegen diese Flagge. Wenn in ganz TikTok keiner die jesidische Flagge hat, dann nehme ich sie und als Hintergrund, damit jeder sieht, dass wir hier auch die Jesiden hier in TikTok unterstützen. Ganz einfach. Easy peasy lemon squeezy, guys. Ne? Ich küsse genau. Eure Herzen. Ich küsse die Herzen von eure Mütter, Leute. Wirklich, und ihr seid die Besten. Wir sind unter Gottes Schutz. Wir haben gelesen, wir können selbst auf Schlangen treten. Uns kann keiner was. Ne?
Und ja, ich freue mich schon auf deinen Stream morgen. Schön, dass ihr alle da wart. Und ja, an alle. DJ, ich küsse dein Herz, Dimitri. Ihr jüdischen Geschwister, ich liebe euch über alles. Und ja, Gott segne euch. Und auch Verrückter, Verrückter, komm bitte wieder zurück. So verrückt, wie du bist. Ja. Sehr schön. Heute haben wir sehr viele neue Leute kennengelernt. Fleck, auf jeden Fall. Ich danke dir, dass du mir eine Stimme hier gegeben hast. Ich danke dir, dass du das Mädchen eine Stimme gegeben hast. Ich danke dir, du hast heute ein Khair gemacht. Der liebe Gott soll dir ganz viel Khair und alle Unterstützer und alle, die unterschrieben haben, mit ganz viel Gesundheit zurückgeben. Für euch, für eure ganze Familie. Hoffentlich werdet ihr alle unendlich Jahre alt. Ich danke, ich danke, ich danke, ich danke, ich danke und 1 Million Mal Dankeschön. Bruder, ich gebe dir das 100-fache zurück, Bruder. Das 100-fache. Das passt. Ja. Also Leute, peace out. Ja, Leute. Einmal, Leute, bevor ich gehe, will ich eine richtige Explosion sehen einmal. Ja. Alle ein Herzchen in den Chats für die Jesiden und dann einmal nochmal das Logo hier in den Chats, Leute. Ich küsse doch eure Herzen, Mann. Ja, einmal ein Herzchen. Und denkt an. Und dann, Leute, jetzt kommt das Beste auch noch. Dürfen wir nicht vergessen, Leute, dürfen wir nicht vergessen. Alle ein Herzchen für wen? Den Herrn Jesus Christus. Einmal Jesus und ein Herzchen, Leute. Ich küsse eure Herzen. Psalm 23. Einmal ein Herzchen, Leute, für Jesus, Leute. Ja. Alle Psalm ein Herzchen, 23. Jesus und ein Herzchen. Nochmal, Vero? Ich habe gesagt, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte und uns wird nicht fehlen. Ne? Sei dankbar für jeden Tag und tschüss, wenn es euch nicht tschüss, gut Herz, betet. Ja, ja. Du kannst ihn Psalm 23 nennen und dann gehen wir offline. Ach so, ich habe, ja, Psalm 23, der gute Hirte, ne? Uns wird nichts fehlen. Genau, genau. Sehr schön, sehr schön. Also, Leute, ich küsse eure Herzen. Jetzt gehe ich offline. Leute, schlaft gut. Ich tanke wirklich Energie für morgen und dann bin ich morgen auch wieder da. Ne? Also, Leute, oder ich küsse peace out. Ich küsse eure Herzen. Gottes Segen an alle. Ciao, ciao. Guck mal, ich komme jetzt nicht mehr raus. Was soll das hier, Mann? Guck mal, ich komme nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr raus. Mach ich raus, oder? Warte. Mach App einfach raus. Bin ich noch da, Leute? Ja. Du bist da, Bruder. Du bist immer ich komme nicht mehr raus.